Willkommen zum Kunstkurs. Werden wir kreativ. Schau dir diese Pinsel an. Oh, so cool. Die sind super exklusiv. Und ich habe nur dieses Teil. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich schneide die Spitze von Max Zopf ab. Sie wird's nie erfahren. Die stecke ich einfach auf den Pinselstiel. Sieht gut aus. Und jetzt malen wir. Hä? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hey, hör auf damit. Ich werde euch etwas zeigen. Ich drücke diese Stiftspitzen zusammen und die Tinte vermischt sich. Das reicht schon. Wo war ich? Ach ja, es wird Zeit für eine Kunst-Challenge. Ziemlich cool, was? Los geht's! Was ist gerade passiert? Hab mir schon gedacht, dass die Landung holprig wird. Das ist ein saftiger Popel. Ha? Was war das? War das ein Elefant? Das bringt mich auf eine Idee. Das ist eure erste Challenge. Echt jetzt? Okay, ich kann das. Ich muss nur nachdenken. Oh, ich weiß. Gib das her, Nerd. Lass los. Zwing mich nicht, dich zu beißen. Der war ganz schön stark für einen Nerd. Genau das brauche ich. Los geht's. Es gibt so viele Zahlen zur Auswahl. Hab's. Das wird ziemlich einfach. Ich nehme Nummer 5. Ich verteile sie so auf dem Blatt. Dann verbinde ich sie. Das wird der Elefantenrüssel. Jetzt kommen die Beine. So weit, so gut. Er nimmt langsam Gestalt an. Als nächstes kommt der Körper. Ich verpasse ihm einen süßen Schwanz. Jetzt noch die Feinheiten. Er braucht auch ein Auge. Dieser Elefant war bei der Pediküre. Ich bin fast fertig. Das sollte reichen. Ganz schön schwer. Wow, sie ist schon fertig? Oh, ich habe meinen Bleistift abgenagt. Aber ich habe noch einen. Oh, und was mache ich jetzt? Zeit zum Fliegen. Ich hole mir etwas Sand. Jetzt weg hier. Vampire stehen nicht so auf Sonne. Aber ich habe, was ich brauche. Das wird fantastisch aussehen. Ich zeichne mit meinem Finger die Umrisse eines Elefanten. Er braucht schon Stifte. Ich bin damit ziemlich zufrieden. Das ist echt einfach. Meine Arbeit ist getan. Hey, schöner Elefant. Hast du gut gemacht. Oh, die Lehrerin. Mac gewinnt diese Runde. Wuhu, gewonnen. Das ist doch ein Witz. Das ganze Rumgefliege für nichts. Was kommt als nächstes? Hey, ich weiß, was dran kommt. Zeichnet mir einen Fisch. Worauf wartet ihr? Wie fange ich an? Mit dem geht's nicht. Was habe ich hier sonst noch? Was ist mit dem Bleistift passiert? Ich muss den anspitzen. Meine Reißzähne erledigen das. Hey, was soll denn das? Schon besser. Der ist schön spitz. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Zuerst zeichne ich eine Tränenform. Hier kommt gleich der Schwanz. Ich mache lange Striche und verbinde sie so. Jetzt zu den Flossen. Dann das Maul. Der sieht toll aus. Dank der Schattierung wirkt er lebendig. Jetzt mache ich mit seinem Körper weiter. Ich halte den aber einfach. Ein Fisch braucht aber auch Schuppen. Die verteile ich auf seinem Körper. Lass mich mal sehen. Sie ist genial. Aber ich glaube, ich kann das übertreffen. Ich brauche nur eine Tüte Mehl. Aber nicht meiner Mutter verraten. Sie wollte eigentlich Kuchen backen. Zuerst schreibe ich eine 3 ins Mehl. Dann noch welche in verschiedenen Größen. Jetzt verbinde ich sie. Sieht einfach aus, aber das wird ein ziemlich cooler Fisch. Okay, ich denke, ich bin fertig. Das ist eine Zeichnung. Zeigt mir eure Fische. Ich glaube, der gefällt Ihnen. Mac gewinnt wieder. Bravo, gut gemacht. Ich werde nie ein Künstler sein. Toll. Genau das habe ich gebraucht. Hey, dieser Umhang ist teuer. Passt doch auf. Das nenne ich mal ein fantastisches Malset. Ich bin total neidisch. Was soll ich denn mit dem anfangen? Vielleicht bekomme ich ja doch noch einen Pinsel. Ich brauche nur Haare. Hoffentlich kriegt Sarah das nicht mit. Das sollte reichen. Ich stecke sie einfach auf den Stiel. Jetzt kann ich malen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Sehr bekannt sogar. Ist das mein Zopf? Meine Haare, was hast du gemacht? Gib mir das. Hä? Ich werde mir noch mehr Haare holen. Hört sofort damit auf. Da hilft nur eins. Nachsitzen. Okay, das hatte ich nicht erwartet. Wo sind wir?
Kai, hier kommt eure Kunst-Challenge. Das Rad wird entscheiden, was ihr zeichnet. 1, 2, 3, los! Eine Blume? Okay, das ist einfach. Müssen wir das machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Moment mal. Die bringt mich auf eine Idee. Ich bin ein Genie. Ich lege meine Ketten auf das Blatt und dann male ich einfach drüber. Da muss nicht so viel Farbe sein, aber verschiedene Farben. Okay, das sollte reichen. Mit der Pinselspitze ziehe ich die Ketten über das Papier. Die ziehen die Farbe mit und so werden sie auch gemischt. Das ist meine Version einer Blume. Ziemlich gut, stimmt's? Wow, ich bin beeindruckt. Jetzt kümmere ich mich wieder um mein Make-up. Das ist meine Chance. Ich muss gut aussehen. Ich muss auf meinen Ruf achten. Ja, das ist toll. Genau den brauche ich. Jetzt kann ich meine Blume erschaffen. Ich tupfe etwas Farbe mit dem Make-up-Pinsel auf. Das gleiche mache ich noch mit Grün. Das sieht schon gut aus. Jetzt noch ein paar Details und fertig. Die sehen schön aus. Den lege ich mal lieber wieder zurück. Was machst du da? Nichts. Gut, dann störe mich nicht bei meinem Make-up. Ich sehe so glamourös aus. Oh, die Zeit ist um. Was sagst du? Beeindruckend, nicht wahr? Meins ist etwas subtiler. Exzellente Arbeit. Sehr interessant, Sarah. Ich wusste, dass es gut ankommt. Das gibt's nicht. Was ist so lustig? Du hast Farbe überall im Gesicht. Meine wunderschöne Haut. Nein, das ist ein Kunstwerk, Sarah. Zeig es der Welt. Beide Arbeiten sind exzellent. Das habt ihr beide gut gemacht. Eure nächste Aufgabe ist, ein Einhorn zu zeichnen. Ja, ich liebe Einhörner. Das sieht aus wie ein Pferd, oder? Ich bin furchtbar im Zeichnen von Tieren. Psst. Was? Schau dir das an. So viele Scheine. Die gehören dir, wenn du mir ein Einhorn malst. Sarah, ich bin enttäuscht. Nein, das zeichnest du selbst. Dann eben nicht. Ich werde in dieser Runde versagen. Das scheint mir ein bisschen zu dramatisch. Aber es gibt einen Hack dafür. Ich lege meine Hand flach auf das Blatt und zeichne drumherum. Und jetzt fülle ich sie aus. Es ist so einfach, ein Einhorn zu zeichnen. Jetzt male ich es aus. Pink ist die perfekte Farbe für ein Einhorn. Oh, das ist so süß. Ich male auch das Horn aus. Das geht so schnell. Es ist fertig. Oh, schau mal. Warum bist du so glücklich? Das bringt mich auf eine Idee. Ich kopiere einfach Molly. Aber ich mache ein reiches Einhorn. Das wird das perfekte Horn. Kunst kostet eben Geld. Was sagst du dazu? Im Ernst? Das ist genau wie meins. Nein, meins kostet mehr. Juhu, Frau Lehrerin. Oh, schaut euch das an. Wunderbar. Sehr gut, alle beide. Ich bin eine Künstlerin. Na gut, das lasse ich mal gelten. Ups. Lalala. Wuhu. Oh, ups. Entschuldigt, Klasse. Was haben wir denn dieses Mal? Ein Stern. Fangt an. Was ist das? Malerutensilien? Ach, das kann Molly haben. Was ist das denn? Wow. Heute ist mein Glückstag. Ich lege die Schablone auf mein Blatt. Und hier ist der Pinsel mit verschiedenen Farben. Ich male einfach über die Schablone und bekomme einen coolen Effekt. Jetzt entferne ich die Schablone vorsichtig. Wow, sieht aus wie ein Regenbogen. Das gefällt mir. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ich muss mal kurz telefonieren. Hallo, ich brauche hier Hilfe. Was ist hier los? Einen Stern malen? Einfach. Das ist kein Problem für einen Profi wie mich. Schaut her und lernt. Etwas mehr Herausforderung wäre schöner, aber was soll's. Und ich bin fertig. Man darf applaudieren. Ich weiß, ich bin talentiert. Oh, ihr seid schon fertig? Oh, meine Güte, du bist ein wahres Kunstwerk. Du bist meine Muse. Oh, du.
Ich möchte dich jeden Tag malen. Soll ich gehen? Solch eine Schönheit habe ich noch nie gesehen. Das ist für dich. Du bist so romantisch. Ich fühle mich so inspiriert, wenn ich bei dir bin. Lass uns gehen. Hey, komm zurück! Mein Bild! Oh. Jetzt haben wir ein Herz. Ihr braucht dafür noch ein paar Utensilien. Los, Mädels! Wow, das sind ja eine Menge Stifte. Mehr bekomme ich nicht? Ernsthaft? Ha, viel Glück! Oh, ich habe schon eine Idee. Das wird fantastisch aussehen. Ich werde ein Riesenherz malen. So weit, so gut. Und jetzt male ich da einfach ein kleines Herz rein. Das ist perfekt. Das ist furchtbar. Hey, schau dir mein Bild an. Das ist nett. Ich schätze, ich male irgendwas. Aber warte mal. Ich habe eine Idee. Ich male mit Filzstift und Bleistift gleichzeitig. Und jetzt zum spaßigen Teil. Ich ziehe Linien ab der Mitte des Herzens durch. Die sollten reichen. Und jetzt zur Schattierung. An einigen Stellen wird die Schattierung etwas kräftiger. Das läuft ganz nach Plan. Jetzt schneide ich den Bereich überm Herz ab. Frau Lehrerin, ich bin fertig. Entschuldigung, okay. Dann zeigt mir eure Kunstwerke. Oh, sehr clever, Molly. Das gefällt mir. Sarah? Wo ist dein Herz? Es ist da drüben. Oh, das ist wie Street Art. Unterschiedliche Ansätze, aber beide exzellent. Ich liebe sie. Oh, danke. Oh, ihr wartet auf mich? Dann drehen wir das Rad. Das wird viel Spaß machen. Okay, einen Regenbogen. Der braucht eine Menge Farbe. Das sollte einfach werden. Ich muss ja nur eine Kurve malen. Okay, das ist doch schwieriger, als ich dachte. Oh, das läuft nicht gut. Warte, vielleicht kann mir das helfen. Ich denke, ich hab's. Ich falte einen Streifen Papier, genauso. Jetzt male ich ein süßes Gesicht drauf. Jetzt zu den Augen. Das gefällt mir schon ganz gut. Ich fühle mich total kreativ. Hey, pass auf! Ups. Aber das verbessert dein Bild wahrscheinlich. Okay, jetzt zu den Farben. Die Augen male ich aber noch nicht aus. Das Pink ist so leuchtend. Ich sollte mir Nagellack in diesem Farbton besorgen. Das Halsband wird gelb. Und die Augen werden grün. Was für eine lustige Katze. Und sie hat ein Regenbogenlächeln. Das zeige ich Molly. Das ist so lustig. Ich wische mal lieber die Farbe weg, die Sarah verschüttet hat. Das macht es ja nur noch schlimmer. Warte mal. Das kann ich nutzen. So eine coole Idee. Ich habe die Leinwand blau angemalt. Und mit dem Schwamm tupfe ich jetzt die Wolken auf. Jetzt lasse ich Orange darunter laufen. Das gleiche mache ich auch mit anderen Farben. So, alles fertig. Hey, achte auf dein Gesicht. Frau Lehrerin, hier, schau mal. Oh, zeig mal her, Molly. Das ist so einzigartig und bunt. Es ist wunderschön. Wow, so verspielt, Sarah. Ich bin stolz auf euch. Ihr habt euch die Auszeichnung verdient. Das haben wir toll gemacht, Sarah. Okay, ich muss gleich zum Unterricht. Wow, das ist so cool. Welche Frisur wollen wir nehmen? Nee, grün nicht. Ich denke, ich weiß. Wir nehmen Nummer 3. Oh, was ist das denn? Lass los, das ist meins. Ich will das sehen. Wow, was ist passiert? Da seid ihr ja. Endlich. Willkommen zur Kunst-Challenge. Wir fangen besser gleich an. Als erstes kommt, Trommelwirbel bitte, ein Regenbogen. Cool, ich liebe Regenbögen. Bringen wir es einfach hinter uns. Ich brauche etwas aus meiner Tasche. Dann schaue ich auch mal nach. Was habe ich eigentlich? Das ist deine Tasche? Aha, das brauche ich für mein Bild.
Hey, cool, dass ich die noch hab. Riecht noch frisch. Willst du mich verarschen? Ich kotz gleich. Ach, ich mach doch nur Quatsch. Ich brauche einen Stift. Ein mit Diamanten besetzter Stift natürlich. Ugh, wo kommt das denn her? Das bringt mich auf eine Idee. Hey, Kendall, nimm das weg von mir. Ugh, so eklig. Okay, ich falte zuerst das Blatt. Dann stelle ich die Stiftdose drauf, um einen Kreis zu zeichnen. Da male ich ein Gesicht rein. Ich fange mit den Augen an. Der Mund beginnt an der Falz. So ein schönes Lächeln. Jetzt öffne ich das Blatt. Ich benutze mein Geld als Lineal, um beide Gesichtshälften zu verbinden. Und jetzt kommt Farbe ins Spiel. Es soll so leuchtend wie möglich werden. Ich male den Regenbogen direkt in den Mund. Jetzt kann ich das Blatt wieder umklappen. Das sieht toll aus. Guck dir das an. Ziemlich cool, was? Wow. Mir fällt die Kinnlade runter. Britney hat ja noch nicht mal angefangen. Ich muss hier doch was haben. Oh hey, ich habe meine alte Kreide gefunden. Die kann ich jetzt gut gebrauchen. Und ich brauche meinen lieben Hammer. Ich mache noch schnell eine Schmetterlingsschablone. Die lege ich auf das schwarze Blatt. Jetzt kommt die Kreide drauf. Und dann wird gehämmert. Oh ja, das macht Spaß. Das wirkt sogar richtig entspannend. Jetzt kann ich die Schablone runternehmen. Und ich habe einen schönen Schmetterling. Ausgezeichnete Arbeit, Mädels. Ich weiß. Es ist eine schwierige Entscheidung. Aber Britney gewinnt. Wirklich? Wow, danke. Ugh, das ist doch unfair. Hey, sei nicht sauer. Ich mag deine Zeichnung. Hey, Romantik liegt in der Luft. Hier kommt eure nächste Challenge. Es ist das Herz der Liebe. Und als Inspiration habe ich einen besonderen Gast. Schaut mal da drüben. Hallo, meine Damen. Ich zeige euch meinen glühenden Blick. Gut, dass ich an die Windmaschine gedacht habe. Oh, er ist süß. Hey, ich habe ihn zuerst gesehen. Nein. Diese Runde muss ich gewinnen. Dafür muss ich mir was Besonderes einfallen lassen. Gib mir die Herzen. Ich will mehr. Ich mach so schnell ich kann. Ich bin nicht gut unter Druck. Hier, bitte sehr. Genau, was ich brauche. Brian ist zum Verlieben. Mua, wir wären ein so glückliches Paar. Okay, los geht's. Ich fange mit einer romantischen Nachricht an. Das sagt genau, was ich fühle. Jetzt gehe ich mit einem goldenen Stift drumherum. Ich male noch ein paar Sterne drauf. Auf den anderen Herzen stehen andere Nachrichten. Ich glaube, ich nehme das hier. Ich falte die Seiten um und drücke sie an, um eine Falz zu machen. Jetzt falte ich den oberen Teil um. So entsteht ein kleiner Umschlag. Mit einem Aufkleber versiegle ich den. Ich stecke den zu den anderen. Jetzt habe ich eine kleine Sammlung von Liebesbriefen. Eine der süßesten Schlüsselanhänger. Wow, das ist ziemlich gut. Ist schwieriger, als ich dachte. Mir fällt nicht mal was Richtiges ein. Na gut, ich fange einfach an. Ich male ein Herz. Aber kein gewöhnliches Liebesherz. Es ist anders, aber es wird gut aussehen. Hallo, ihr. Mir gefällt dein Landstreicher-Look und deine Zeichnung bezaubernd. Eine Rose für eine Rose. Wow, was für ein Gentleman. Und was ist das? Ist das für mich? Schön und talentiert. Was für eine Kombination. Ich habe auch etwas für dich. Oh, sei still, mein Herz. Ja, diese Reaktion kenne ich schon. Hast du auch etwas für mich? Ruhe, das ist meine Zeit. Das ist ja praktisch. Nur ein kleiner Spaß. Eure nächste Challenge ist ein Pinsel. Wo ist Britney? Woher soll ich das wissen? Na egal. Fangen wir ohne sie an. Leg los. Das sollte einfach sein. Hallo, ich möchte bestellen. Was für ein toller Service. Ich liebe shoppen. Das ist mein Lieblingshobby. Okay, dann hole ich den mal raus. Wie hat der da überhaupt reingepasst? Ugh, schwer ist der auch noch. Aber er ist perfekt. Die Schachtel kann weg. Sorry, bin zu spät. Oh mein Gott, ist das Klopapier? Hä? Wovon redest du? Oh ja, ups. Das war ja peinlich. Und was habe ich verpasst? Warte, ich muss noch was erledigen. Bitte hör auf damit. Oh ja, das fühlt sich gut an. Oh, den kann ich gebrauchen. Ich brauche keinen Pinsel. Ich breche den in zwei Hälften. Und dann rolle ich den in Klopapier ein. Das muss schön eng anliegen. Jetzt wickle ich grünes Plastik drum. Genau so. Dann brauche ich einen Aufkleber. Der soll das fixieren. Sieht gut aus. Ich stecke den dann ins durchsichtige Rohr. Ich glaube, ich bin fertig. Ich tauche das erste Stäbchen in rosa Farbe. Passend zum Kunststoff. Und dann male ich damit auf dem Blatt.
Wenn ich mit der Farbe fertig bin, tausche ich das Stäbchen. Jetzt kommt Blau. Die Watte soll sich schön mit Farbe aufsaugen. Und dann kann ich weitermalen. Was zum? So ist es also, ja? Dann schau dir das an. Ich habe große Pläne. Und ich werde ein Meisterwerk erschaffen. Ich bin fertig. Was? Warum hast du das gemacht? Du hast verloren. Hey, der Pinsel ist mir nur ausgerutscht. Sorry, muss auf meinen Kaliumspiegel achten. Das ist die nächste Challenge. Die ganze Arbeit macht mich hungrig. Bring mir was zu essen. Das ist gut. Das sieht alles sehr lecker aus. Was probiere ich zuerst? Wow, das sieht gut aus. Ich will auch was. Nimm deine schmutzigen Finger weg. Ich will nicht, dass du mein Essen anfasst. Ach komm schon, du schaffst das doch nicht alles. Gut, ich gebe dir ein Ei. Fang. Wow, vorsichtig. Nicht fallen lassen. Puh, das war knapp. Danke. Ich schlage das Ei über einer Schüssel auf. Ich will nämlich das Eigelb trennen. Das kommt in eine andere Schüssel. Mit meinen Fingern mache ich es kaputt. Fühlt sich so schleimig an. Jetzt gebe ich etwas Öl dazu. Noch ein bisschen mehr. Und dann umrühren. Jetzt ziehe ich die Spritze mit der Mischung auf. Dadurch wird der folgende Schritt einfacher und keine Schweinerei. Ich gebe die Eiermischung zum Farbpulver, aber nicht viel. Nur ein paar Tropfen. Mit einem Pinsel vermische ich das Ei und die Farbe. Das sieht gut aus. Jetzt zerdrücke ich die Eierschale etwas. Ich will kleine Stücke haben. Ich nehme dieses Stück Schale und male es blau an. Mir gefällt die Farbe. Ich habe eine Vase gezeichnet und auf die klebe ich die Schale. Dann kommen noch Blumen dazu. Jetzt kriege ich wirklich nichts mehr runter. Warte, vielleicht habe ich zu viel gegessen. Wow. Ups, das war ich. Besser oben als unten. Ich will kein Essen verschwenden. Vielleicht kann ich mit dem was anfangen. Ich habe die Leinwand blau angemalt. Und jetzt benutze ich den Brokkoli als Pinsel. Ich tupfe Farbe auf die Leinwand. Ich nehme verschiedene Farben. Dadurch entsteht ein toller Laubeffekt. Guck dir das an. Das ist schön. Gefällt mir. Sehr kreativ. Wie soll ich mich entscheiden? Es ist knapp, aber Kendall gewinnt. Ja, ich bin die Größte. Okay, bleib locker, Picasso. Hui, wie schön sich das dreht. Schaut euch die nächste Challenge an. Wie aufregend. Soll das ein Witz sein? Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Oh, hier hängt ein Faden an meinem Hemd. Hier ist noch einer. Mehr brauche ich nicht. Vielleicht ist da was Nützliches dabei. Make-up. Kendall wird's gar nicht bemerken. Das ist meine Chance. Einfach normal verhalten. Hier gibt's nichts zu sehen. Das perfekte Verbrechen. Ich trage Lippenstift auf die Fäden auf. Die kommen dann in den Malblock. Ich ordne sie zu einem Wellenmuster an. Dann klappe ich den Block zu und ziehe die Fäden raus. Und zurück bleibt ein abstraktes Bild. Sieht toll aus. Wow, das ist wirklich beeindruckend. Warte, Britney. Ja? Wie ist der denn hier hingekommen? Oh, den kannst du behalten. Ich nehme lieber den Pinsel. Ich male meine Leinwand schwarz an, aber nur zur Hälfte. Dann trage ich eine Linie Klebstoff auf. Ich verstreiche den Kleber über die schwarze Farbe und die leere Leinwand. Genau so. Bevor der fest wird, streue ich Glitzer drüber. Ich muss mich beeilen. Puh, ganz schön anstrengend. Hä? Ist das Gold? Das wird toll auf dem Bild aussehen. Sogar meine Schuppen sind reich. Ich sollte aber besseres Shampoo kaufen. Ich lege eine Herzschablone auf die Leinwand und schnapp mir Sprühfarbe. Ich gehe damit über die Schablone. Die Farbe ist so intensiv. Jetzt kann die Schablone runter. Wow, das hänge ich mir an meine Wand. Das ist gut, stimmt's? Oh ja, warte, bis du das siehst. Wow, meine Augen. Ich sehe nichts mehr. Leg es ab. So ist es besser. Wow, es ist wunderbar. Es ist was ganz Besonderes. Warne mich das nächste Mal vor. Wow, guck dir das ganze Zeug an. Das ist das Ende der Challenge. Es wird Zeit, die Gewinnerin zu verkünden. Ich wähle mich. Ich bin so nervös. Wer wird es sein? Es ist Kendall. Ich kann's kaum glauben. Ich habe mein Bestes gegeben. Gut gemacht. Warte. Wir sollten die Preise teilen. Wirklich? Das meinst du ernst? Juhu! Ich mag Umarmung eigentlich nicht. Das ist so schön. Kunst ist die wahre Gewinnerin.
Will jemand am Wettbewerb teilnehmen? Jeder ist willkommen! Außer dir! Verschwinde hier! Ekelhaft! Wow, jetzt geht's los! Wessen Auto ist das? Einen Moment, Madame. Ich komme zu Ihnen. Bitte sehr, passen Sie auf, wohin Sie treten. Oh, die Fahrt hat ja ewig gedauert. Es wäre mir eine Ehre, wenn du einen Flyer nimmst. Verschwinde. Was ist das? Eine Einladung zu einem Malwettbewerb? Nein. Warum muss es Wind geben? Hier ist ja gar nichts drin. Oh, was ist das? Ein Malwettbewerb? Oh, danke. Gib den her. Schau, was du gemacht hast. Sieht so aus, als nehmen beide teil. Okay, sind wir bereit fürs Malen? Wärmen wir uns mit einem Regenbogen auf. Ein Regenbogen, hä? Das ist ja eine tolle Aufwärmrunde. Hm, ich weiß. In meiner Kramtüte habe ich bestimmt was drin. Mal sehen. Oh. Hm. Oh, hey, kleiner Kumpel. Nein. Oh, braver Junge. Danach habe ich gesucht. Bereit für etwas Magie? Schau zu, wie sich die Farben in einen Regenbogen verwandeln. Ich muss nur ein paar Kleckse machen. So, fertig. Also, fast. Schön. Nice. Dann bringe ich es mal zu Ende. Das ist doch irgendwie entspannend, oder? Man muss das nehmen, was man hat, Leute. So. Der ist ganz schön schmutzig geworden. Jetzt noch das Klebeband abziehen. Nichts ist schöner als eine saubere, glatte Kante. Ja, mach drei glatte Kanten daraus. Ah, fertig. Danke für die Hilfe. Ziemlich beeindruckend, oder? Schätze, das ist okay. Ich weiß, was zu tun ist. Hallo, soll ich das alleine machen? So hübsch. Verschwinde. Ich brauche Platz, um kreativ zu werden. Interessant. Haha. Offensichtlich. Schau zu und lerne. Hübsch mit all den Farben, nicht wahr? Warte darauf, was als nächstes kommt. Siehst du, ich arbeite auch manchmal. Und wenn das erledigt ist, habe ich wunderschönen Regenbogensand. Schau dir diese leuchtenden Farben an. Tada! Das war ziemlich genial. Oh, ich bin aber noch nicht fertig. Es wird ein kleiner tanzender Regenbogen. Das gibt ihm Persönlichkeit, findest du nicht auch? Und? Sie sind beide interessant. Weshalb ihr beide gewonnen habt. Ist okay. Wird das noch was mit unserer Challenge oder was? Aha. Oh. Gadget. Verstanden? Ein Gadget? Hä? Oh, sag nichts mehr. Ich kenne da einen Typen. Oh, da ist der ja schon. Der ist so süß, stimmt's? Aber ich muss noch Anpassungen vornehmen. So geht's. Dann lass uns mal an die Arbeit gehen. Und start. Ja, ich mach das. Sehe ich da gerade richtig? Ja, er ist ziemlich toll. Ich weiß. Und jetzt zeichne, kleiner Kerl. Aber weil jeder Künstler Inspiration braucht, kommt hier deine. Denkst du, du kriegst ein kleines Kätzchen hin? Kein Problem. Du kannst dich darauf verlassen, dass er immer den perfekten Kreis macht. Erkennst du es schon? Gib ihm eine Minute, er macht das schon. Schau dir die perfekten Linien an. Was um alles in der Welt? Das finde ich nicht gut. Können Roboter wahre Kunst schaffen? Scheint so. Ah, schön. Sieht fertig aus. Und alles perfekt, siehst du? Also, bei diesem Spiel kann ich mitmachen. Ich brauche nur die richtigen Teile. Mal sehen.
ein bisschen zusammenbauen und fertig. Und jetzt ein Stück Plastik und ein Bild auf mein Handy. Und schwupps, schon kann ich es abmalen. Ziemlich einfallsreich, stimmt's? Einfallsreichtum kommt immer weiter. Fast fertig. Er sieht ziemlich süß aus. Finde ich. Lame. Also, wer gewinnt? Also aus naheliegenden Gründen, Naomi. Wirklich? Tja, Kreativität gewinnt immer. Na, blöder Roboter. Du gehörst in den Müll. Hast du das gehört? Nein, du bist der Müll. Was? Du hast das für mich gemalt? Soll das etwa lustig sein? Die Technik hat mich heute im Stich gelassen. Okay, und was jetzt? Hallo da vorne. Oh, natürlich. Die nächste Runde ist Origami. Piu! Origami? Okay. Gut, dass ich immer Papier dabei habe. Das war ein Scherz. Mein Butler hat es mir gegeben. Ich bevorzuge Papier, das Wert hat. Gold ist sogar noch besser. Bitte sehr. Wow. Ist das echt? Ich mache mich lieber an die Arbeit. Also gut, fangen wir an. Es geht heiß her. Wow. Der wurde zu Gold. Aber warum nur der? Rein damit. Puh. Oh je. Ja, das läuft wie am Schnürchen. Fantastisch. Mua. Fräulein Betty. Danke, Chef. Das ist doch unfair. Habe ich nicht auch noch ein Blatt einstecken? Es ist kein Gold, aber es reicht. Bereit für ein bisschen Magie, Kumpels? Ja, X. Das Blatt ist so zerknittert. Witzig, ich weiß. Aber ich kann das ändern. Ich darf es nur nicht zu lange drauf lassen. So gut wie neu. Ist mir doch egal. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Nur ein paar gezielte Faltungen und schon ist das kein Blatt Papier mehr. Es muss dann auch noch gemalt werden. Das sieht jetzt komisch aus, aber am Ende erklärt sich alles. Erkennst du es schon? Es ist das hübscheste Mädchen auf der ganzen Welt. Hä? Warte es einfach ab, okay? Ich muss nur noch ein paar Striche ziehen. Jetzt das Gleiche auf dieser Seite. Ich klappe die Lasche um und zeichne in der Lücke weiter. So, fertig. Wenn du das sagst. Farben bitte. Und jetzt kann sie tanzen, siehst du? Ich kann all ihre Glieder bewegen. Ha, da kann ich nicht mithalten. Oder vielleicht doch? Ich falte den oberen Rand nach vorne und dann nach hinten. Und mach das bis nach unten. Dann ziehe ich hier eine gerade Linie rein. Dann geht es so weiter. Und am Ende schließe ich das Quadrat. Erkennst du schon, was es wird? Und hier zeichne ich ein Häschen rein. Das ist total süß, stimmt's? Und es braucht auch seinen kleinen Bärenfreund. Bezaubernd, oder? Das Ausmalen nicht vergessen. Orange und Blau passen immer gut. Jetzt zu unseren tierischen Freunden. Die Farben erwecken sie zum Leben. Noch eine Sache. Und dann das Blatt zusammenfalten. Tada! Schon fertig. Oh, das wird schwierig. Aber es ist die Ballerina. Du hast gewonnen. Aber was ist mit meiner süßen Schöpfung? Ich habe mein Klebeband parat. Ein Ende klebe ich hier hin. So, wird Zeit für mein Bild.
Oh, irgendwie schwerer, als ich dachte. Ich brauche, glaube ich, jetzt diese Farbe. Vorsicht, versau's jetzt bloß nicht. Oh Mann, das ist absolut schrecklich geworden. Hey, Moment. Opa hat ja dieses Klebeband. Joink, ich leih mir das mal aus, Opa. Okay, ich habe einen Klebestreifen und jetzt lege ich die Filzstifte drauf. Dann nur noch den Teser drum wickeln und gut festhalten. Ja, das wird auf jeden Fall richtig gut funktionieren. Das gibt einen schönen Regenbogen. Yes, hat geklappt. Ich bin ein Genie. Wow, super gemacht. Was, wenn wir das sogar noch mit mehr Stiften machen könnten? Ha, so viele. Was wird das denn für ein Regenbogen? Bist du sicher, dass das wirklich gut geht? In der Kunst muss man ausprobieren, mein Junge. Dann mal los, mal sehen, wie das wird. Wer sagt denn, dass Regenbogen allein aus einem Bogen bestehen? Ich mal erstmal hier links und dann biege ich nach rechts ab. Und nun auf die andere Seite von der Leinwand. Und wieder zurück zum Anfang. Wow. Fertig. Na, schau dir mal das fertige Kunstwerk an. Das sieht irgendwie aus wie ein Vogel. Wow. Nur heute. Kunstverkauf. Aktuelle Gemälde. Nein, danke. Nein, schon wieder eine Zurückweisung. Ah, ein Fremder. Hilfe, Angriff. Beruhig dich. Was ist denn los? Niemand will meine Bilder kaufen. Opa, was machst du eigentlich in der Mülltonne? Und was hast du mit dem ganzen Müll vor? Vertraust du mir denn immer noch nicht? Naja, dann schau zu und lerne. Ich lege diesen Deckel auf ein Papier und jetzt besprühe ich das Papier mit Farbe. Bedecke das ganze Papier. Keine Angst, auch den Deckel. Und nun besprühe ich die untere Ecke weiß. Und fülle den ganzen Bereich. Dann nehme ich diese Plastiktüte. Mit der Tüte tupfe ich die weiße Farbe auf. So kommt das Schwarz darunter zum Vorschein. So, und dann bespritze ich das Bild noch mit etwas weißer Farbe. Und nun kann der Deckel ab. Schau, es ist fertig. Tada! Wow, Opa, das ist unglaublich schön. Und es sah so einfach aus, wie du das gemacht hast. Hier, ich schenke es dir. Ich will das Gemälde. Nimm mein ganzes Geld, bitte. Okay, ich glaube, dieses Werk ist fertig. Ich will mich ja jetzt nicht selbst loben, aber ich finde, das ist ein Meisterwerk. Das kommt nun hier auf die Staffelei. Wow, ich liebe es. Oh, Seifenblasen. Ich finde, ich habe mir eine Belohnung verdient. Ja, das sind voll viele. Oh, ich liebe Seifenblasen. Hallo, bin wieder da. Ups. Ich habe das Bild runtergeworfen. Oh, das war mein Meisterwerk, mein allerschönstes überhaupt. Warte mal, Seifenblasen? Das bringt mich auf eine Idee. Ich nehme eine Plastikflasche und schneide sie oben ab. Und dann spanne ich ein Netz über die Öffnung. Als nächstes fülle ich die Seife in diese Glasschale. Das sollte reichen. Und nun tunke ich das Netz in die Flüssigkeit. Jetzt hängt die Seife am Netz. Und als nächstes die Farbe darauf. Ein bisschen blau und etwas rot. Und natürlich auch gelb. Grundfarben, check. Und nun können wir Seifenblasen pusten. Dabei ganz nah an die Leinwand gehen. Die großen Blasen einfach platzen lassen. So, ich glaube, das war's schon. Hey, was sagst du dazu? Wow! Wie hast du das denn gemacht? Ich habe mich einfach von deinen Seifenblasen inspirieren lassen. Es ist für dich. Vielen Dank, Opa. Gefällt mir gut. Seifenblasen sind auch echt toll. Nur noch die Perspektive ausrichten. Sieht gut aus. Okay, ich glaube, ich bin fertig. Und noch schnell mit dem Original vergleichen. Oh, das ist ja gar nichts geworden. Da ist er ja. Ich schleiche mich mal ran. Er wird das lieben. Oh, was ist das? Oh, das ist übel. Er muss einen harten Tag gehabt haben. Puh. Oh, eine Lichterkette. Das bringt mich auf eine tolle Idee. Ich habe diesen Kastenrahmen, den ich nur öffnen muss. Und nun nehme ich diese kleinen Lichterketten und verteile sie im Inneren des Rahmens. So, und nun wieder verschließen.
Wow, das ist toll geworden. Opa! Lichter in einer Box? Was soll das denn? Ach, Opa, komm. Ich zeig's dir. Nimm dein Bild und lege es auf das Glas. Oh, ich verstehe. Wow, das leuchtet ja richtig. Hab's kapiert. So kann ich durchpausen. Genau, und nun kannst du das Bild nochmal angehen. Okay, dann wollen wir das nochmal ausprobieren. Ich kann jetzt einfach alle Linien nachfahren. Wow, das funktioniert so gut. Das ist fast schon kinderleicht, nur noch die letzten kleinen Details. So, das müsste fertig sein. Endlich ein Kunstwerk. Und dazu habe ich nur einen Rahmen und ein bisschen Licht gebraucht. Vielen, vielen Dank für dein Geschenk. Aber gerne doch. Bilder haben dir am besten gefallen? Die von Brian oder Mac? Verrate es uns in den Kommentaren. Teile das Video mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für weitere künstlerische Videos wie dieses. Oh, ich hab's gerade so geschafft. Und du hast daran gedacht, einen Freund mitzubringen. Wovon redet die denn? Das Ding platzt gleich. Hä? Das kann nicht gut sein. Oh nee, dieses Ding ist so groß wie Frankreich. Dafür brauche ich viel Foundation. Oh, ist das Make-up? Ah, Lehrerin? Sei ruhig, ich brauche das. Halt die Klappe bitte. Stopp! Was ist denn das für ein Alarm? Ach, oh je. So schlimm ist es nicht, oder? Wer ist dran? Ich weiß es. Niemand? Hier drüben. Okay, komm nach vorne. Was stimmt mit dem Mädchen nicht? Warte, ich hab's. Willst du deine Foundation verstecken? Du brauchst nur einen Anspitzerdeckel. Dann gieß das Make-up rein. Schnapp dir dann einen Klebestift und nimm die Kappe ab und benutze eine Klinge, um ihn rauszuholen. Sobald der Behälter leer ist, steck dein Schminkschwämmchen rein. Genau das brauche ich jetzt. Tschüss, hässlicher Pickel. Oh, ich muss mich beeilen. Hoffentlich wird alles abgedeckt. Ja, ich hab's geschafft. So, schön glatt. Hier gibt's nichts zu sehen. Hey, wo ist denn dein Pickel hin? Du und deine Fantasie. Aber du hattest doch gerade... Wo ist dein Make-up hin? Vielleicht brauche ich eine neue Brille. Hey, was ist das? Ich weiß nicht. Heute Abend gibt's eine Show. Da sind wir dabei. Stopp! An mir kommt kein Essen vorbei. Du kannst nach der Show essen. Ich habe nichts dabei. Erwischt! Ich will keine Schwierigkeiten haben. Aber ich kann mir was einfallen lassen. Das wird episch. Bedecke deinen Rucksack einfach mit deinem Pulli. Und schon geht's los. Pausbäckchen sind in diesem Fall wichtig. Schau her. Das ist der perfekte Plan. Halt genau hier an. Okay, ja. Reingelegt. Uff. Was hast du gegessen, Grace? Das ist nur mein Rucksack. Lust auf einen kleinen Snack? Hä? Gute Nachrichten reisen schnell. Die Show fängt gleich an. Und los. Hallo, Klasse. Was machst du da? David, schnell.
Oh nein! Ich bin nicht so gut unter Druck. Sie gehört ganz Ihnen. Das ist zwar seltsam, aber okay. Ich bin auch schon weg. Das war knapp. Aber du hast es geschafft. Entschuldigung, ich bin spät dran. Aber lasst uns mit dem Unterricht beginnen. Warum schreibt die Kreide nichts? Das ist so lustig. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Vielleicht ist sie schmutzig. Moment mal, da ist etwas auf der Tafel. Ist das Seife? Ich bin so enttäuscht von euch. Das war ein Klassiker. Es ist okay. Ich muss mich nur kurz sammeln. Ich weiß, ich kann mein Notizbuch nehmen. Ich klebe einfach einen Streifenklebeband an die Kante. Außerdem habe ich Tafelfarbe zur Hand. Damit bemale ich den gesamten Deckel. Das ist sogar entspannend. Ich bin fast fertig. Es muss nur noch trocknen. Jetzt ziehe ich das Klebeband wieder ab. Vorsichtig, ich möchte den Anstrich nicht ruinieren. Ich brauche die Tafel nicht, wenn ich mein Notizbuch habe. Ich schreibe die Gleichung einfach auf den Notizbuchdeckel. Das geht ziemlich gut. Und jetzt möchte ich die Lösung wissen. Oh, was ist nur los? Okay, klasse. Wer möchte antworten? Du? Aber, na gut. Komm nach vorne. Bleib cool. Jetzt bist du nicht mehr so clever, was? Oh, okay. Ich glaube, ich weiß die Lösung. Wie wär's mit der? Falsch. Setz dich. Was hast du dir denn gedacht? Verbringe weniger Zeit mit Schabernack, dafür mehr Zeit mit Lernen. Ich wische das wieder weg. Du, Madison. Ich? Das wird übel enden. Oh, kann dieser Unterricht noch langweiliger werden? Was ist das? Regeln sind Regeln. Ihr habt euch gerade einen Test verdient. Tada! Och. Ach, diese Kreide trocknet meine Hände aus. Schau sie dir an. Naja, ich hab Handcreme. Ist das zu heuchlerisch? Ah, na also. Eine Frechheit. Benutzt ihr wirklich meine Handcreme? Oh nein, das ist nicht gut. Schäm dich, du musst bestraft werden. Bitte, ich bin doch auch nur ein Mensch. Das ist es definitiv nicht wert. Oder ich mach das heimlich. Wieso habe ich da noch nicht dran gedacht? Hast du eine Klebstoffflasche? Gieß alles aus. Niemand beobachtet mich, oder? Und jetzt zur Geheimfüllung. Handcreme sieht fast wie Klebstoff aus. Und fertig. Was für ein genialer Hack. Ja, meine Hände werden nie mehr trocken sein. Oh, das ist gut. Bella, reibt ihr ihre Hände mit Kleber ein? Oh, das ist angenehm. Zeit für Runde 2. Boah, die ist offiziell durchgeknallt. Ja, alles ist gut. Ist die Luft rein? Ah, Zeit für meinen Lidschatten. Entschuldige mal. Du kennst die Regeln. Gib das her. Zurück an die Arbeit. Och. Psst, psst. Das sieht aus wie Farbe, oder? Ersetze die Farbe durch Make-up. Die haben die richtige Größe, siehst du? Niemand wird das erfahren. Mit nur einem Pinselstrich kannst du super lustige Looks machen. Siehst du? Unglaublich. Und fertig. Hier, probier's mal aus. Okay, mach ich. Die sind beschäftigt und trinken Tee. Die sehen uns nicht mal. Jetzt kommt unsere Rache. Was? Ich bin am Boden. Hä? Hat geklappt. Zeit für ein Makeover.
Was ist passiert? Und was haben wir an? Oh mein Gott! Ha! Dieses Kleid, das passt wie angegossen. Und diese Schuhe? Daran könnte ich mich gewöhnen. Und du? Ich? So schlecht ist das wohl nicht. Okay, die Zeiten ändern sich, Leute. Uhu! Wir sehen jetzt klar. Ja, ich schätze, die kennen keine Kontaktlinsen. Können wir schon nach Hause gehen? Ja, der Unterricht ist vorbei. Los geht's. Willst du später abhängen? Ich räume besser auf. Diese Kinder sind so unordentlich. Sieh mal, die lernen das nie. Okay, das sieht gut aus. Diese Flecken sind die schlimmsten. Ah, das war wieder gute Arbeit. Wo ist es? Ich weiß, ich habe es auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Stimmt was nicht, Mädchen? Ich hatte ein knautschiges Spielzeug auf meinem Schreibtisch liegen. Haben Sie es gesehen? Das hatte ich am liebsten. Tut mir leid, Mädchen. Ich weiß es nicht. Jetzt sollte ich wischen. Moment. Wie kann ein Kind so viel Müll haben? Weg damit. Das wird sie lehren. Hä? Das ist Schrott. Ich denke, das ist alles. Das kann in den Müllcontainer. Bye, bye. Ich habe es wahrscheinlich in den Müllcontainer geworfen. Okay, vielleicht kann ich etwas tun. Dieser Schwamm könnte nützlich sein. Soll ich putzen? Ich beginne damit, etwas Ton aufzuweichen. Dann werde ich dieses Glas verwenden, um es flach zu drücken. Und das wird die gleiche Dicke haben. Ich habe ein kleines Stück Schwamm geschnitten und lege es in die Mitte des Tons. Jetzt falte ich die Kanten hoch. Ich möchte den Schwamm vollständig bedecken. Ich werde das Glas wiederverwenden, um es zu glätten. Dadurch wird es ein schönes, glattes Quadrat. Genauso, Zeit, kreativ zu werden. Ich zeichne ein Gesicht auf den Ton. Es muss ein breites Lächeln haben. Und ich werde auch andere Charaktere machen. Sie sind so weich und knautschig. Sie sind für dich. Wow, die sind unglaublich. Wow. Ich liebe sie. Danke sehr. Ach komm, keine Ursache, Kleine. Moment mal. Mein Boden. Mein schöner, sauberer Boden. Das sieht gut aus. Meine Augenbrauen sind perfekt. Ein bisschen Lippenstift. Ich bin froh, dass ich Zeit dafür habe. Ich liebe den Kunstunterricht. Ich sehe aus wie ein Meisterwerk. Ich kann nicht dasselbe über Davids Malerei sagen. Ich muss mich noch fertig schminken. Ich werde einen Eyeliner auftragen. Es könnte besser sein. Versuchen wir es nochmal. Oh, das war nicht der Look, den ich wollte. Warum ist das so schwer? Hä, was machst du? Ich entferne das Klebeband von meinem Gemälde. Das ist ein ziemlich cooler Effekt. Es sieht gut aus, oder? Ja, das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche nur etwas Klebeband. Aha, das reicht. Ich werde fantastisch aussehen. Ich lege das Klebeband unter meine Nase und über mein Gesicht. Dann füge ich etwas mehr an der Seite meiner Augen hinzu. Ich weiß, es sieht seltsam aus, aber vertraut mir. Ich soll nur meinen Eyeliner verschmieren. Das Klebeband dient als Schablone. Wenn ich es entferne, habe ich den perfekten Eyeliner. Cool, oder? Und es ist so einfach. Hey, David. Guck mal. Wow, das kannst du haben. Danke. Das ist so langweilig. Es gibt so viel zu tun. Vielleicht kann ich eine Pause machen. Nur ein kleiner Spaß, um den Tag aufzulockern. Ich lege das iPad gleich hier hin. Ich brauche etwas, um es zu halten. Das wird nicht funktionieren. Ach, komm schon. Das wird langsam nervig. Ich glaube, ich weiß, wie ich das beheben kann. Kein Spähen. Wartet einfach ab. So ist's gut. Es macht einen tollen Stand. Das ist viel besser als Klassenarbeit. Ich öffne den Ordner und gebe etwas Kleber in die Ecken. Ich möchte, dass es ungefähr die gleiche Form wie ein iPad hat. Ich habe ein paar Stoffstreifen. Ich werde sie auf den Kleber drücken. Ich muss sicherstellen, dass es festgeklebt ist. Jetzt muss ich nur noch das iPad hineinstecken. Dadurch wird es an Ort und Stelle gehalten. Ziemlich schlau, oder? Ja, ich liebe diesen Kanal. David, was ist los? Oh oh, ich muss das verstecken. So interessant. Alles scheint in Ordnung zu sein. Guter Junge, mach weiter so. Ja, klar. Und wo war ich jetzt? Das ist so lustig.
Ich muss mich verstecken. Oh, ich weiß. Wendy, komm wieder her. Du kennst die Regeln. Snacks sind nicht erlaubt. Hä? Sie ist hier. Ich weiß das. Du kannst weglaufen, aber dich nicht verstecken. Vielleicht kannst du es doch. Es ist noch nicht vorbei. Ist sie weg? Ich müsste eine 1 für meine Hinterhältigkeit bekommen. Interessant. Verstanden. Er ist so schlau. Und süß. Hey. Der ist für dich. Vielleicht rufst du mich mal an? Was? Dein Ernst? Ich glaube, ich passe. Was? Stimmt was nicht? Sie hält sich mit ihrem Make-up für was ganz Besonderes. Das ist so ungerecht. Du sollst dich nie wieder schminken. Ich glaube, ich habe alles für den Unterricht. Das wird eine anstrengende Stunde. Oh, pass doch auf. Pass du auf, wo du hingehst. Guck, was du gemacht hast. Das war ein Unfall. Tut mir leid. Oh, die heutige Jugend. Hä? Was ist das? Das ist nicht meiner. Aber jetzt schon. Hol dir hier Limo und Süßigkeiten. Hey, was kann ich dir geben? Ich will nur einen Schokobonbon, bitte. Klar doch, aber der ist nicht umsonst. Oh, richtig, natürlich. Warte mal. Ich muss eben mein Geld verloren haben. Oh, der Tag wird immer schlimmer. Kein Geld, keine Süßigkeiten. Sorry, ab mit dir. Warum passiert mir sowas immer? Ich muss mich entspannen. Hey, was machst du da? Hoffe, du räumst das wieder auf. Mama wird sauer, wenn es hier unordentlich ist. Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, das könnte klappen. Die leih ich mir mal kurz aus. Ich schneide Fußabdrücke aus dem Schaumstoff und wechsle die Farben. Ich staple die Fußabdrücke übereinander und klebe jede Schicht zusammen. Dafür habe ich meine Klebepistole. Ich trage den Kleber oben auf. Die Seite muss komplett bedeckt sein. Dann warte ich, bis alles festklebt. Jetzt mache ich einen Schnitt in die Seite der Sohlen. Ich habe Platz gemacht für diese Schachtel. Jetzt habe ich den perfekten Ort für mein Geld. So werde ich es nie wieder verlieren. Oh, da bist du ja wieder. Hoffe, du hast jetzt Taster dabei. Keine Bange, ich hab was. Ich hol's raus. Oh, grün ist meine Lieblingsfarbe. Hier ist ein Schokobonbon. Man kann nie genug Regeln aufstellen. Diese Jugendlichen brauchen Disziplin, besonders Mindy. Oh, guten Tag. Nein, bleib weg. Ich werde nervös in deiner Nähe. Ich hab was für Sie. Ist meine Art, Entschuldigung zu sagen. Ich hoffe, Sie mögen Süßes. Hier, bitte. Wirklich? Für mich? Vielleicht bist du doch nicht so übel. Also, lass uns später abhängen. Hä? Hey, bin wieder da. Ups. Schöne Schuhe, Mindy, so farbenfroh. Die sehen wirklich gut aus. Und das sind mehr als nur Schuhe. Guckt euch das an. Hier bewahre ich auf, was ich dringend brauche, inklusive Lipgloss. Man weiß nie, wann man ihn braucht. Das ist mein Lieblingsfarbton. Siehst gut aus, Mindy. Oh, das ist so süß. Ich mein's ernst. Hast du später noch nichts vor? Wir können ins Kino gehen oder so. Ja, können wir machen. Du hast ja meine Nummer, stimmt's? Wow, dieser Unterricht ist total faszinierend. Verstanden, Klasse. Es ist wirklich so einfach. Ja, das stimmt. Oh, da kommt Wendy. Was gibt's, Nerd? Unfassbar, dass ich neben dir sitzen muss. Wie auch immer. Schlagt eure Bücher auf Seite 14 auf. Ugh, ich hasse die Klasse. Ich denke, es ist Snackzeit. Ich liebe Schokolade. Die werde ich genießen. Was machst du da? Du darfst im Unterricht nicht essen. Ich habe Hunger. Oh ja, die ist gut. Ich kann nicht glauben, was ich hier sehe. Was ist da los? Sie ist Schoko. Hey! Ich hab's doch eben gesehen. Behalten Sie sie im Auge, sie ist raffiniert. Das ist nicht lustig, Wendy. Das ist so seltsam. Vielleicht war es nur Einbildung. Das ist meine Chance. Gut, dass ich die Chips aufgehoben hab. Ach was, willst du mich verarschen? Die sehen voll lecker aus. Die sind köstlich. Total verrückt. Sagen Sie mir, dass Sie das nicht sehen. Was hast du denn jetzt? Sie isst. Was? Sie hat... Was? Das ist doch albern. Ich bin enttäuscht, Wendy. Keine Störung mehr. Ich stimme zu. Fahren Sie fort. Ich mache mir jetzt ein Sandwich. Was hast du gerade gesagt? Was? Wie macht sie das nur? Ich verstehe es nicht.
Egal. Was Mindy kann, kann ich auch. Ich esse jetzt auch einen Snack. Ich habe hier immer was Süßes drin. Und aufmachen. Was glaubst du, was du da tust? Essen ist nicht erlaubt. Das ist nur ein Bonbon, Mindy hat... Oh, ich weiß, was los ist. Hör auf, meinen Unterricht zu stören. Das ist so ungerecht. Ich weiß nicht, wie du das machst. Sch, ich will hier lernen. Ich muss hier raus. Niemals. Was? Ich liebe frische Smoothies. Ist doch voll der blöde Witz. Das ist nicht fair. Tief durchatmen. Es ist noch nicht vorbei. Ich werde warten. Oh, der war so erfrischend. Und was jetzt? Oh, die Stunde ist schon vorbei. Ich packe gleich zusammen. Wird Zeit zu gehen. Ich frage mich, was es zum Mittag gibt. Hab schon wieder Hunger. Da kommt sie. Jetzt ist Showtime. Hm, genau die habe ich gebraucht. Nicht so schnell. Was war da drin los? Wie kommst du damit durch? Ich meine, du hattest so viel Essen. Stopp. Okay. Das habe ich nicht erwartet. Was? Was ist los? Warum guckst du mich so komisch an? Nimm die und setz meine Brille auf. Was hast du vor? So sollte es gehen. Die nehme ich wieder. Ah, das brauche ich. Nicht bewegen. Okay, fahr mit. Setz dich. Bist du dir sicher? Vertrau mir, das wird klappen. Die sehen aus wie Pickel. Sind aber essbar. Genau, was ich jetzt brauche. Voll gut. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Nebeneinander zu sitzen ist doch nicht so übel. Oh, die Lehrerin. Wollen wir anfangen? Danke, Mindy, du bist die Beste. Heute ist Wendys Geburtstag. Oh, da kommt sie. Hallo, Mindy, was ist das für ein Hut? Happy Birthday. Das ist für... Oh, wir müssen zum Unterricht. Hast du den Film gestern Abend gesehen? Warte auf mich. Und dann sind sie ins Spukhaus gegangen. Das macht man doch nicht. Ich steck sie in Wendys Tasche. Das war voll gruselig. Ich hatte Albträume. Beruhigt euch, Mädels. Wir haben heute eine Menge zu tun. Ich sag's ihr. Psst, Wendy. Was ist? In deinem Rucksack. Hä? Mein Rucksack? Guck einfach rein. Schnell, da ist was drin. Hä? Oh, echt jetzt? Gut, dann mach ich's. Gib her. Wirf mal einen Blick da rein. Wow, du hast ein Geschenk für mich. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Vielen Dank. Ich weiß, das ist deine Lieblingssorte. Ich liebe die. Sind das Kekse? Du weißt, dass im Unterricht nicht gegessen und getrunken wird. Gib sie her. Aber die sind ein Geschenk. Wir können doch teilen. Das ist der schlimmste Geburtstag. Sei nicht traurig. Ist schon gut. Mh, lecker. Ich sollte mir für später eine Packung kaufen. Sie ist vor unseren Augen? Hm, vielleicht kann ich doch noch was machen. Ich habe einen Keksnotvorrat für mich dabei. Was? Was machst du da? Sch, bleib cool. Guck dir das an. Aber ich brauche noch was anderes. Der Haargummi ist perfekt. Was? Ich kapier's nicht. Rutsch nach hinten. Ich steck den Keks unter deinen Rock. Und dann wickle ich den Gummi rum. So bleibt er an seinem Platz. Ich mach das den ganzen Rock entlang. Sieht aus wie ein modisches Detail. So, bin fertig. Was sagst du dazu? Wow, das ist unglaublich. Die Lehrerin schöpft keinen Verdacht. Ruhig, Mädels. Jetzt wird's Zeit für einen Snack. Ich zieh den Gummi ab. Und bekomme einen Keks. Hä? Was war das? Hm. Ich hab euch bei dem Visier. Ich wusste, dass das klappt. Hey, dafür hast du dir auch einen Snack verdient. Danke, beste Freundin. Wow, die Farben sehen echt toll aus. Ich drück die Plastikfolie drauf. Was für ein toller Stressabbau. Das ist moderne Kunst. Jetzt probiere ich was anderes. Ich verteile die Farbe mit dem Fensterwischer. Das kommt auf jeden Fall an die Wand. Wie wär's mit einem Wellenmuster? Das gefällt mir. Diesmal habe ich Farbkleckse verteilt. Da gehe ich mit dem Plastik drüber. Ich bewege das von links nach rechts. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und jedes Bild ist einzigartig.
Ich sollte eine Galerie eröffnen. Dann werde ich reich. Mir ist so langweilig. Machst du Witze? Es ist Snacktime. Machen wir es interessanter. Alihop, im Anflug. Hab's. Ich weiß, ziemlich beeindruckend. Kannst du das auch? Ich bitte dich, das kann ich sogar mit geschlossenen Augen. Zieh's dir rein. Das ist beeindruckend. Ugh, mein Auge. Was hast du eben gesagt? Üb mal schön weiter. Irgendwann klappt's. Ahem. Malt jetzt bitte einen Regenbogen. Und der sollte gut werden. Ich liebe Regenbögen. Ich habe gar keine Farben. Und wer lacht jetzt? Ich will gleich loslegen. Die haben sowas Magisches an sich. Was machst du da? Voll der Nerd. Annie, worauf wartest du noch? Fang an. Wenn ich muss. Aber ich mag nur schwarz. Bringen wir es hinter uns. Sie will einen Regenbogen? Dann bekommt sie einen. Das wird der beste Regenbogen aller Zeiten. Bin fertig. Hoffe, ich konnte seine Schönheit zum Ausdruck bringen. Gefällt er Ihnen? Oh, wir haben einen kleinen Van Gogh in der Klasse. Wie läuft's bei dir, Annie? Tada! Schon gut, du musst nicht applaudieren. Du hast schon mal einen Regenbogen gesehen, oder? Oh, dieser Unterricht ist so dumm. Und das halte ich von Ihrem Regenbogen. Moment mal, gib mir die Stifte. Ich ordne sie nach den Regenbogenfarben an. Dann brauche ich meine Klebepistole. Ich klebe die Stifte einfach zusammen. Muss noch warten, bis der Kleber hart ist. Und jetzt kann's losgehen. Ich male mit den Stiften einfach übers Blatt. Und schon habe ich einen Regenbogen. Der sieht sogar gut aus. Die Farben vermischen sich. So einfach kann Malen sein. Okay, das war's. Aber fertig bin ich noch nicht. Ich habe mit Schwarz einen Regenbogen auf die Plastikhülle gemalt. Kein Regenbogen, ein Regenbogen. Ziemlich cool, was? Jetzt ist er da und wieder weg. Oh, da ist er wieder. Das sieht ja aus wie Zauberei. Wow, fantastisch. Dann bin ich ja fertig. Hey, du hast dir ein buntes T-Shirt an. Ich dachte, du magst nur schwarz. Was? Nein, das hast du nicht gesehen. Erzähl das niemandem sonst. Meine Lippen sind versiegelt. Gleich bin ich fertig mit der Hausaufgabe. Das Bild wird fantastisch. Wirklich? Zeigst du es mir? Nein, es ist noch nicht fertig. Warte. Und fertig, es ist wunderschön. Wie findest du's? Oh, das ist, was ist das? Ist das eine Kartoffel? Warte, vielleicht, wenn ich schiele. Oh, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich's. Es ist eine Ente. Was? Was? Nein! Das wusste ich. Ich schau's mir noch genauer an. So richtig genau. Ah, es ist so offensichtlich. Das ist eine Zitrone, stimmt's? Nein, keine Zitrone. Gut, ich habe befürchtet, dass du das sagst. Knifflig. Was übersehe ich? Machst du Spaß mit mir? Natürlich ist das eine Banane. Ach, vergiss es. Tut mir leid, Süße. Was ist es? Das ist Pikachu. Wirklich? Ist aber nicht gut. Oh, was habe ich für eine Note? Eine 6? Oh, das ist schlecht. Sie wäre am Boden zerstört. Aber ich kann ihr helfen. Ich lege Pikachu hier hin. Oh, ich muss den Bleistift anspitzen. Jetzt weiß ich wieder, dass ich einen Anspitzer kaufen wollte. Ah, schon besser. Ich brauche noch einen Bleistift. Mit einem Gummi verbinde ich sie. Das Gleiche mache ich am anderen Ende. Und jetzt zeichne ich das Bild nach. Ich muss nur den Linien folgen. Und der zweite Bleistift kopiert sie aufs leere Blatt. Das ist viel einfacher, als freihändig zu zeichnen. So, sieht ziemlich gut aus. Das brauche ich nicht mehr. Aber es fehlt noch Farbe. Was sagst du dazu, Ava? Wow, das ist perfekt. Danke, Mama. Jetzt gehe ich zur Schule. Ich will ja nicht zu spät kommen. Hab einen schönen Tag, Schatz. Hol dir eine 1. Oh nein, Ava, warte. Ich habe voll Hunger. Ich brauche einen Snack. Die Lehrerin ist beschäftigt. Die Gelegenheit. Hier drunter habe ich immer einen Snack für Notfälle. Ah, da ist er. Muss mich beeilen. Sie wird sauer, wenn sie das sieht. Sind das Süßigkeiten? Hey. Einfach ignorieren. Sie haben nichts gesehen. Was? Wage es nicht. Sie können mich nicht aufhalten. Das ist ekelhaft, Ava. Ich schäme mich gerade selbst ein bisschen. Aber ich bereue nicht. Ich werde so tun, als wäre das nicht passiert. Mein Snackhunger ist leider nicht gestillt. Zum Glück habe ich noch Chips versteckt. Die werden reichen.
aber ich muss die verstecken. Ach, der Stifthalter wird's tun. Einfach cool bleiben. Es ist ein ganz normaler Tag. Die schmecken echt gut. Die habe ich gebraucht. Mund auf. Oh, das ist nett. Moment mal. Seltsam. Ich habe keine dritte Hand. Hallo, Ava. Chips sind nicht erlaubt. Hast du gehört? Oh, ich hab's gehört. Aber sie hat nichts von Donuts gesagt. Oh, Rückzieher. Ich behalte dich im Auge. Mir doch egal. Ich bin zu schlau für sie. Aha, erwischt. Was? Da juckt's ganz schön. Irgendwas stimmt da nicht. Sie ist gerissen. Ich brauche drastischere Maßnahmen. Ich wusste, dass diese Schaufensterpuppe mal nützlich wird. Muss sie nur noch verkleiden. So ist's gut. Guck einfach weg. Ah, da habe ich, was ich wollte. Das habe ich mir verdient. Das ist der leckerste Donut aller Zeiten. Rosa Zuckerguss und Streusel. Ein Kunstwerk. Diesen Donut wirst du nicht essen. Ich habe dich gewarnt. Nein! Warte, sie haben eine Glatze. Gib den her. Oh, das ist ungerecht. Den essen sie aber nicht. Lass los, sofort, Ava. Wenn du dir mal im Unterricht so viel Mühe geben würdest. Nichts mehr. Verstanden? Jetzt muss ich Noten verteilen. Na gut. Warte mal, ich habe eine geniale Idee. Zuerst zeichne ich zwei kleine Kreise. Dann verbinde ich sie. Ich mache auch oben so eine Kurve. Dann zeichne ich eine Wellenlinie ein. Einmal komplett durch. Und oben kommt auch eine hin. Wenn ich mit der Skizze fertig bin, male ich es mit dem Feinliner nach. So wird's auffälliger. Ich muss nur den Bleistiftlinien folgen. So mache ich keinen Fehler. Wäre schade, wenn ich den Donut jetzt ruiniere. Dann radiere ich die Vorzeichnung weg. Jetzt kann ich ihn ausmalen. Aber erstmal nur den Abschnitt innerhalb der Wellenlinien. Das ist der Zuckerguss. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Jetzt male ich den Donut aus. Ich nehme dunkles Orange. Und mit dem Korrekturstift mache ich Streusel drauf. Ich tupfe sie auf den Zuckerguss. Dann kommt noch Schatten dazu. Ich gehe einfach um die Ränder rum. Das mache ich auch bei den Streuseln. So sieht er realistischer aus. Ich denke, das war's. Jetzt zu Schritt 2. Es wird ausgetauscht. Du gehörst mir, Donut. Und das Bild kommt in die Box. Hä? Wer ist da? Ich hab doch was gehört. Was? Stimmt was nicht? Ich lese mein Buch. Okay, aber ich behalte dich im Auge. Wer hätte gedacht, dass Bücher so nützlich sind? Perfekt fürs heimliche Essen. Raus mit euch. Ab zur nächsten Stunde. Endlich, alle sind weg. Auf den freue ich mich schon. Hey, was ist hier los? Das ist kein Donut. Ich wurde ausgetrickst. Ava! Sassy, das sieht total süß aus. Hoffe, ich bin nicht zu spät zum Unterricht. Apropos süß. Guck mal, da ist Kevin. Oh Mann, wie sehe ich aus? Hey Kevin, hier drüben. Da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Wow, er ist so niedlich. Wir wären ein schönes Paar. Wie würden wohl unsere Kinder heißen? Wen kümmert's? Sie wären bezaubernd. Hey, was ist hier los? Nein, so ist das nicht. Klar, dass du das sagst. Ich muss weg. Also Schätze, ich bin wieder solo. Hey Ava, guck dir das mal an. Ist total lustig. Das glaube ich nicht. Das war nicht nett. Ava, da bist du ja. Ich habe ein Eis für dich. Nein, will ich nicht. Das ist Schokoeis, deine Lieblingssorte. Nein, hau ab. Es wird schmelzen. Okay, versuchen wir es nochmal. Wegen Kevin? Oh, sie ist weg. Warte. Vielleicht kann ich was damit anfangen. Zuerst habe ich einen Kreis ausgeschnitten. Darauf zeichne ich ein Gesicht. Ich nehme das vor Freude weinende Emoji. Ist ein Klassiker. Hier habe ich einen gelben und pinken Kreis. Die kommen oben aufs Emoji. Den oberen mache ich zum Liebes-Emoji. Sieht niedlich aus. Dann kommen noch zwei Kreise und noch ein Emoji. Das bekommt aber ein trauriges Gesicht. Kopf hoch, Kleiner. Obendrauf kommt ein pinker Kreis. Ich drehe das um und klebe hinten das Eisstäbchen drauf. Ich will doch nur glücklich sein. Ava, das musst du dir angucken. Was denn noch? So siehst du gerade aus. Wir müssen den Schmollmund umdrehen. Sehr lustig. So fühle ich mich. Ich hab dich lieb. Du bist meine beste Freundin. Du bist voll peinlich. Ja, ich weiß. Aber auch lustig, oder?
Finde ich auch. Tut mir leid, Ava. Ich wollte nicht, dass das passiert. Hey, guck mal. Nein, du bist so witzig, Kevin. Meh, der ist gar nicht mein Typ. Hast du das selbst gemacht? Ich hab's geschafft. Ich dachte schon, ich komme zu spät. Okay. Wo ist mein Notizbuch? Oh, ich wünschte, ich könnte den Tisch wegrücken. Ah, da ist es ja. Oh, was ist das? Nein, ich habe mich vermalt. Oh, toll, das kann ich nicht mal wegradieren. Hey, wie geht's? Hast du einen Radierer? Klar, gib mir eine Sekunde. Ich habe bestimmt einen hier drin. Wo ist der denn nur? Oh, ganz schön viel Schrott. Ich bedauere das jetzt schon. Warte, ich weiß, der ist hier. Sorry, ich finde ihn einfach nicht. Oh, okay. Hey, was ist das? Was meinst du? Ah, da ist der ja. Danke. Das war seltsam. Ich sollte wirklich mal meinen Rucksack aufräumen. Warte, ich halte das nicht mehr aus. Ich werde dir helfen und ich habe genau das Richtige. Ich nehme ein dickes Blatt und falte es in drei Teile. Eine Seite klappe ich um. Dann trage ich Kleber auf die Kante auf und klebe die andere Seite an. Das muss richtig festkleben. Dann trage ich Kleber hier oben auf. Und falte es in der Mitte, wie ein Umschlag. Und das stelle ich auf die Seite. Ich habe noch mehr in anderen Farben gemacht. Sieht aus wie ein Regenbogen. Nun wickle ich Schaumstoff drum und klebe einen Klettverschluss dran. Aus buntem Schaumstoff mache ich dann Einhorngesichter. Es ist eine süße Brieftasche. Hier, bitte sehr, das ist für dich. Wow, hast du das gemacht? Fantastisch. Wow, schau mal. Da drin ist Platz für all meine Sachen. Ich werde es gleich mal einweihen, genau was ich gebraucht habe. Perfekt. Ich glaube, das war dann alles. Hm, ich habe Hunger. Ich brauche einen Snack. Ich glaube, ich habe noch was hier drin. Zumindest dachte ich das. Oh, keine Sorge. Ich habe was für dich. Das ist mein Dankeschön an dich. Was? Wie hat das denn da reingepasst? Aber ich beschwere mich nicht. Hm, meine Lieblingssorte. Der Unterricht ist voll öde. Ich kann kaum meine Augen offen halten. Wie kann Tina denn so einschlafen? Hey, Lexi. Was? Lass uns etwas Spaß haben. Mit Tina. Denkst du, was ich gerade denke? Wenn ja, dann bin ich dabei. Los geht's. Sch, weck sie nicht auf. Genau da. Da ist die Stelle. Okay, ich bin bereit. Wir nehmen das noch. Das sieht gut aus. Leg die Cola auf das Buch. Hast du an das Stirnband gedacht? Okay, wir sind bereit. Das wird fantastisch. Ich kann's kaum erwarten. Gleich ist es soweit. Es geht los. Was? Was ist passiert? Ich bin klatschnass. Oh mein Gott, das war so lustig. Ihr wart das? Einfach furchtbar. Diese Tests sind wirklich schlecht. Sie haben sogar ihren Namen falsch geschrieben. Das ist eine glatte 6. Wie kann man etwas nur so falsch machen? Was jetzt? Soll das ein Witz sein? Oh, warte. Das ist richtig. Ich bin überrascht. Wir haben eine 1. Wow! Das dauert ja ewig. Und ich habe noch einige vor mir. Ich brauche eine Pause. Es muss doch leichter gehen. Warte mal. Ich denke, ich weiß, wie es geht. Ich brauche nur so einen flachen Ring. Ich trage Kleber auf die Fläche auf. Dann klebe ich ein Stück Schaumstoff drauf. Mit der Klebepistole kommt die 6 drauf. Ich lasse mir Zeit. Es ist ja auch ein Ausdruck meiner künstlerischen Fähigkeiten. Das sieht gut aus. Ich habe noch einen Ring gemacht, aber mit einer 1 drauf. Mit denen sollte es schneller gehen. Ich stecke die Ringe auf. Und jetzt wird bewertet. Ich drücke den Ring auf das Blatt. Guck dir das an. Das hat geklappt. Ja. So geht's viel einfacher. Das ist auch gut, um Stress abzubauen. Jetzt zum nächsten Test. Hey, es sind schon alle erledigt. Dank meiner neuen Lieblingsschmuckstücke. Und jetzt kann ich entspannen. Endlich ist sie weg. Mach schon schnell. Hä? Was ist das denn? Der Ring sieht ja lustig aus. Liam, guck mal. Was hast du da? Den Ring habe ich gefunden. Cool. Guck mal, hier ist noch einer. Der passt perfekt. David, guck dir das an.
Wow, das ist voll cool. Warte, ich will was machen. Nicht bewegen. Oh, warum hast du das gemacht? Ey, Mann, das war nicht fair. Dir werde ich's zeigen. Komm doch. Was zum? Jungs, hört auf damit. Mehr hast du nicht drauf. Schluss jetzt. Was glaubt ihr, was ihr hier macht? Er hat angefangen. Du siehst voll bescheuert aus. Genau wie du. Hier gibt es nichts zu lachen. Gebt mir die Ringe. Na los, her damit. Und jetzt raus hier. Sie sehen wirklich lustig aus. Noch ein paar Aufkleber und mein Notizbuch ist fertig. Man kann nie genug Einhörner haben. Wow, das sieht so magisch aus. Jetzt aber schnell zur Schule. Ich will ja nicht zu spät kommen. Ich will gleich mein Notizbuch präsentieren. Alle werden total neidisch sein. Ich leg mein Notizbuch hier hin. Was? Was soll denn das? Du hast mein Notizbuch kopiert. Wovon redest du? Warte mal. Oh, ich hau ab. Ist sie weg? Das war voll peinlich. Unfassbar, dass wir den gleichen Stil haben. Warte. Ich weiß, wie ich das beheben kann. Ich brauche nur diesen Stift. Ich zeichne zuerst ein Herz auf den Zettel. Dann male ich es aus. Dieses Rot ist perfekt. Ich mache noch ein paar Schattierungen, dann wird es schöner. Dann schneide ich es aus. Jetzt klebe ich es auf ein Stück Pergamentpapier und bedecke es mit Klebeband. Schön glatt streichen, ich will ja keine Falten haben. Jetzt kann ich es ausschneiden. Ich lasse ums Herz aber einen Rand. Ich habe auch noch andere Bilder gemacht, mit denen kann ich mein Notizbuch neu dekorieren. Ich fange mit der Erdbeere an. Ich ziehe das Schutzpapier ab und klebe den auf mein Notizbuch. Das sieht viel besser aus. Gefällt mir. Besser als Einhörner. Hi Naomi, wie läuft's denn so? Gut, wow, die Aufkleber sind ja cool. Ja, die sind voll cool. Ich habe sie selbst gemacht. Guck mal, Lexi hat die gleichen Aufkleber. Das ist jetzt peinlich. Das muss aufhören. Es kann nur ein Notizbuch mit Aufklebern geben. Naomi soll entscheiden. Was? Auf keinen Fall. Naja. Voll erwischt. Ja, das war, witzig. Auf zum Unterricht. Oh, was für ein Tag. Aber jetzt kann ich mich entspannen. Warte, eine To-Do-Liste? Och, komm schon. Nummer 1, räum dein Zimmer auf, mach deine Hausaufgaben. Das ist ungerecht. Naja, dann mal los. Das könnte eine Weile dauern. Vielleicht fange ich mit Nummer 2 an. Oh, Hausaufgaben sind nie gut. Was soll ich noch machen? Oh, Pudding. Guter Junge. Ich hätte in der Schule bleiben sollen. Oh, hey Mama. Da ist ja mein lieber Junge. Die wirst du brauchen. Hey, danke. Und vergiss die Liste nicht. Das meine ich ernst. Werde ich nicht. Leider. Eigentlich wollte ich Videospiele spielen. Ich habe nie Zeit nur für mich. Ich könnte ganz kurz spielen. Ich darf hier wohl ein bisschen Spaß haben. Liam, wie kommst du mit der Liste voran? Oh, Liam. Guck dir diese Sauerei an. Das mache ich nicht sauber. So viel zur Liste. Dabei war sie so einfach. Ich frage mich, ob dieses Pop-It... Ich denke, ich muss die To-Do-Liste interessanter gestalten. Bin gleich wieder da. Zuerst schneide ich eine Reihe von Pop-It ab. Genau diesen Teil. Jetzt kommt die Liste. Als nächstes brauche ich Textmarker. Ich drücke 2 gegen die Farbmine. Die Farben werden gemischt. Wenn ich dann etwas schreibe, bekomme ich diesen bunten Effekt. Genau so. Ich denke, sie ist jetzt fertig. Wird Zeit, sie Liam zu zeigen. Oh, er schläft noch. Ich klebe sie an seine Tür. Aber ganz leise. Er schläft wie ein Baby. Aber nicht mehr lange. Hä? Was war das? Warte, die sieht anders aus. Lass mich mal sehen. Das sieht lustig aus. Warte, ich muss erst mein Zimmer aufräumen. Ich sollte öfter aufräumen. Das habe ich nicht gewusst. Oh, Pudding, das ist ja ekelhaft. Das war ein schöner Spaziergang. Und jetzt kann ich aufs Pop-It drücken. Alles erledigt. Mama! Ja, Schatz? Wow, du hast aufgeräumt. Ich kann den Teppich sehen. Mein guter Junge. Komm schon, ich halt's nicht länger aus. Geht's dir gut? Nee. Ich muss diesen Test bestanden haben. Mama, Papa, guck mal, ich habe eine 1+. Ich wusste, du schaffst es, Champion. Wir sind so stolz auf dich. Du bist der Klügste in der Familie. Ich wäre ein Held. Oh, jetzt geht's los. Eure Ergebnisse sind da.
Bitte, ich will eine gute Note. Ich glaube, mir wird schlecht. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Hier Lexi. Und hier ist deine Note, Liam. Ich traue mich nicht nachzuschauen, aber es muss sein. Du fängst an, Lexi. Okay, es ist nur eine Note. Wow, ich habe bestanden. Ich habe ein 1+. Ich kann's nicht glauben. Ich fühle mich gerade voll unsicher. Ich schau kurz nach. Was kann schon schief gehen? Soll das ein Witz sein? Ich habe für diesen Test gelernt. Und der gibt mir eine 6? Das ist eine Katastrophe. Mama und Papa werden total enttäuscht sein. Eine 6? In diesem Haus? Ich habe keinen Sohn mehr. Los, verschwinde von hier. Ich akzeptiere keine Verlierer unter meinem Dach. Ein bisschen zu dramatisch. Aber ich will nicht obdachlos sein. Was mache ich denn jetzt? Was ist das? Ugh, alter Kaugummi. Voll eklig. Es wird immer schlimmer. Warte mal. Ich weiß, wie ich meine Note verbessern kann. Ein Versuch ist es wert. Dafür brauche ich aber diesen Stift und eine Klebepistole. Ich mache Kleber ans Ende des Stiftes. Ich bedecke die Kappe komplett. Das muss schön dick werden. Das sollte reichen. Ich drücke das jetzt auf die Note. Dann presse ich ein bisschen. Warte. Keiner guckt, oder? Jetzt ziehe ich den Stift vorsichtig ab. Und die 6 ist weg. Wow, das war einfach. Jetzt nehme ich meinen roten Stift. Eine 1+ habe ich mir verdient. Der Kreis verdeckt den Kleberand. Niemand wird sie erfahren. Ich bin ein Genie. Wer muss schon lernen? Der Kaugummi hat bestimmt noch Geschmack. Minzig. Den zeige ich gleich Mama und Papa. Heute haben wir einen Mathe-Test. Und der wird schwer werden. Sehr schwer. Ich habe voll viel gelernt. Ich schaffe das. Ich hasse Schule. Ich würde lieber im Park skaten. Was geht, Streberin? Charmant. Viel Glück beim Test. Das wirst du brauchen. Und der Test beginnt jetzt. Oh ja. Wow, das ist schwer. Warum stresst du dich so? Ist doch nur ein Test. Oh, das ist einfach. Man muss nur vorbereitet sein. Ich habe die Lösungen zur Hand. Warum Zeit mit Lernen verschwenden, wenn man spicken kann? Das hätte ich niemals gewusst. Aber diesen Test bestehe ich trotzdem. Okay, los geht's. Jeder sollte bei Prüfungen schummeln. Oh nein, mein Kopf ist leer. Lexi? Hey, das kannst du doch nicht machen. Sprich leise. Konzentrier dich lieber auf deinen Test. Aber das ist nicht richtig. Ich weiß. Ups, mein Stift ist weggerutscht. Hast du gerade meinen Stift runtergeschmissen? Das war ein Versehen. Das machst du nicht nochmal. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich muss mich beeilen. Sie wird nicht schlecht gucken. Du bist total kindisch. Hey, warum hast du das gemacht? Betrüger gewinnen nie. Na gut, dann nehme ich deine Brille. Nein, die brauche ich. Ich sehe jetzt alles unscharf. Zum Glück habe ich eine Ersatzbrille. Sei nicht so fies. Natürlich hast du eine. Was mache ich denn jetzt? Ich kann die Lösung nicht sehen. Warte mal. Nein, die hilft nicht. Oder vielleicht doch. Ich weiß, was ich machen kann. Mit diesem Stift färbe ich die Gläser. Das müsste gehen. Okay, ich probiere es einfach aus. Ich halte sie über den Spicker. Und die Lösungen werden sichtbar. Ist wie Zauberei. Und die sieht aus wie eine Sonnenbrille. Ich beende jetzt den Test. Hä? Was war das? Hey, Lexi, der ist für dich. Für mich? Wirklich? Was steht drin? Ich werde es gleich lesen. Oh, Miles. Total charmant. Ich kann's nicht leugnen. Ich bin cool. Lass uns später abhängen. Hattest du Kevin vorhin gesehen? Hey, Ruhe bitte. Es wird Zeit für die erste Challenge. Wir sind beim Thema Wasser. Ich möchte, dass ihr einen Fisch malt. Oh, okay, kein Problem. Das kriege ich hin. Was ist mit dem Licht? Ich mag die Dunkelheit nicht. Oh, hey, das warst du. Wuff, wuff. Wie macht sie das? Du bist dran, Annie. Guck dir das an. Es ist eine Hand. Das bringt mich auf eine Idee. Inspiration ist alles, was? Zuerst zeichne ich um meine Hand rum. Aber ich lasse Lücken. Jetzt male ich weiter. Das wird die Schwanzflosse. Jetzt kommt der Kopf. Ich darf den Mund nicht vergessen. Das ist definitiv ein Fisch. Als nächstes zeichne ich das Auge und dann die Schuppen.
Das läuft gut. Manchmal überrasche ich mich selbst. Hier und da noch kleine Details und dann kann ich ihn ausmalen. Er bekommt schön leuchtende Farben. Ich darf nur nicht über die Linien malen. Es wäre schade, den jetzt zu ruinieren. Dieses Blau ist perfekt. Es ist so intensiv, aber ich male nur die Streifen aus. Für den Körper nehme ich eine andere Farbe. Okay, die Streifen sind fertig. Wechseln wir den Stift zu Gelb. Jetzt kommt das Blau noch besser zur Geltung. Oh, perfekt. Ein glückliches kleines Fischlein. Ich bin dran. Ich habe hier kleine Fische aus Pappe. Die kommen in die Schale mit Wasser. Viel Spaß beim Schwimmen. Die machen ja gar nichts. Oh nein, meine Fische, sie fallen auseinander. Deshalb hat mir meine Mutter nie ein Haustier erlaubt. Oh, nicht weinen. Das ist eine Katastrophe. Ich weiß, was dich aufmuntern wird. Die nehme ich. Ich werde dich wieder zum Lächeln bringen. Die Schüssel stelle ich hier hin. Jetzt brauche ich einen Metalllöffel. Ich bemale seine Rückseite. Das wird ein klitzekleiner Fisch. Jetzt tauche ich den Löffel ins Wasser. Sei nicht schüchtern. Schwimm schon los. So ist's gut. Braver Fisch. Du brauchst noch ein paar Kumpels. Wir wollen ja nicht, dass du einsam bist. Ist wie ein Aquarium. Wow, das ist ja fantastisch. Klasse, oder? Hier für dich. Wow, danke, Annie. Wow. Wir sind fertig. Unmöglich, deine Fische schwimmen ja. So etwas habe ich noch nie gesehen. Zeig uns dein Bild, Annie. Sehr gut. Wer ist die Gewinnerin? Ich weiß, es ist Chloe. Ich gratuliere. Was? Aber ich hätte gewinnen müssen. Hey, ich habe hier nicht die Regeln aufgestellt. Das ist sowas von unfair. Wie auch immer. Was? Das soll Mode sein? Ui, das sieht aus, als ob das für meine Oma wäre. Entscheidungen, Entscheidungen. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber guck sie dir an. Oh, sorry, ich bin so etwas wie eine Fashionista. Ich möchte, dass sie ein Kleid entwerft. Wer weiß, das könnte auf den Laufsteg von Paris getragen werden. Diese Challenge gefällt mir. Ich habe eine grandiose Idee. Keine Ahnung, was ich machen soll, aber ich darf keine Zeit verlieren. Oh ja, das sieht gut aus. Ich werde die Modewelt verändern. Das ist schrecklich. Wie konnte das denn passieren? Das geht überhaupt nicht. Schick. Ich muss mich in die richtige Stimmung bringen. Hey, pass auf. Ich muss wie das Kleid denken. Sei das Kleid. Ich frag mich. Ja, ich habe eine Idee. Einen Versuch ist es wert. Eine Sache fehlt aber noch. Aber was? Aber ja, ich bin gleich wieder da. Ein großer Krug Apfelsaft. Genau so eine brauche ich. Ich klappe die Serviette auf und dann fange ich mit dem Falten an. Den oberen Rand falte ich im Zickzack zusammen. Das sieht dann wie ein Fächer aus. Den klebe ich dann auf meine Zeichnung. Ich brauche nur etwas Klebstoff. Das reicht schon. Dann einfach in Position kleben. So simpel, so elegant und so schick. Aber sieht ein bisschen schlicht aus. Das soll ein Hingucker werden. Aber mein Pinsel wird's richten. Ich tupfe ein paar Polkadots drauf. Die sehen immer gut aus. Ich nehme verschiedene Farben. Dieses Kleid wird ein echter Hingucker. Ich mache Punkte bis zur Hälfte. Das soll einzigartig aussehen. Wow, gefällt mir. Es ist wunderschön. Ich möchte es gleich der Direktorin zeigen. Von der ganzen Denkerei knurrt mir der Magen. Wow, guck dir Annies Bild an. Das ist so hübsch. Was mache ich denn jetzt? Hey, da steht eine Schale mit saftigen Beeren. Die will ich. Die gehört jetzt mir. Das perfekte Verbrechen. Die sehen gut aus. Und die werde ich genießen. Bekomme ich eine ab? Nee, die gehören alle mir. Das ist gemein. Aber mir doch egal. Ups, ich habe meinen Mund verfehlt. Ich muss das sauber machen. Haha, Karma. Warte mal. Vielleicht helfen die mir. Ich weiß, was ich mache. Dieses Kleid wird zum Anbeißen aussehen. Ich lege die Himbeeren so hin. Dann kommen die Blaubeeren. So eine coole Idee. Mutter Natur wäre stolz auf mich. Zum Glück habe ich nicht alle aufgegessen. Sonst wären mir die Beeren ausgegangen. Ich mache ein langes, wallendes Kleid. Es fehlen nur noch ein paar Blaubeeren. Wow, das ist umwerfend und perfekt für den Laufsteg. Hey, Frau Direktorin. Oh, ihr seid schon fertig. Hoffe, es gefällt Ihnen. Was für ein hübsches Kleid.
Dem stimme ich zu. Das würde Ihnen sehr gut stehen. Du willst mir schmeicheln, was? Beide Kleider sind exzellent. Ihr gewinnt beide. Glückwunsch! Cool! Schlag ein! Annie, wo ist sie hin? Oh, ich hätte es wissen müssen. Ich kann das erklären. Bedien dich! Sag's nur nicht der Direktorin. Hm, was jetzt? Was sucht sie denn? Oh, ich hab's. Bereit für etwas Magie? Oh ja, hier ist es. Ich möchte, dass ihr einen Regenbogen macht. Ja, die machen mich immer so glücklich. Was nehme ich dafür? Ich check mal meine Tasche. Gute Idee. Komm schon. Klopapier? Okay, das ist schräg. Hier muss doch ein Stift sein oder was ähnliches. Wie viel Zeug hast du denn da drin? Oh, gratis Bonbons. Das gefällt mir. Hey, Kreide. Mit der kann ich arbeiten. Das wird fantastisch. Ich werde den besten Regenbogen aller Zeiten malen. Das wird ein Meisterwerk. Hm, vielleicht auch nicht. Hm, lecker. Versuchen wir es nochmal. Ich nehme eine andere Farbe. Oh, warum ist das so schwer? Nein, meine Kreide. Ich sehe schon, läuft gut bei dir. Das war Absicht. Hey, ich kann ja den Kreidestaub nehmen. Ja, genau. Das geht auf jeden Fall. Ich drücke die Kreide fest aufs Blatt. Ich will, dass sie zerbröckelt, etwa so. Das mache ich auch mit den anderen Farben. Die Häufchen müssen dicht beieinander sein. Das wird ein Mini-Regenbogen. Da lege ich jetzt meinen Finger drauf und ziehe ihn übers Blatt. Ich mache das im Bogen. Jetzt kommen Wolken an beide Enden. Ich brauche jetzt blaue Kreide. Damit färbe ich den Rand der Wolken ein. Ich brauche nicht viel. Ich verschmiere das mit meinem Finger. Das ist ein cooler Effekt. Fertig. Mein schönster Regenbogen. Der sollte in einer Galerie hängen. Was? Geht's dir gut? Jetzt schon. Puh, ich war besorgt. Ich nehme die Bonbons für mein Bild. Daran hätte ich auch gleich denken können. Zuerst grün. Ich lege den auf einen Teller. Ich lege die Bonbons an den Rand und wechsle die Farben. Mh, das sieht lecker aus. Aber ich darf's nicht essen. Ich leide für meine Kunst. Einer noch. Hm, ist nicht ganz, was ich mir erhofft habe. Ich hatte was mit Wow-Faktor erwartet. Oh Mann, wie offensichtlich. Jeder Regenbogen braucht Regen. Ich gieße einen Schluck Wasser auf den Teller. Ich brauche nicht viel. Das reicht schon. Was machst du da? Ich mache einen Regenbogen. Wow! Das ist ja fantastisch. Ich bin sprachlos. Ja, ist beeindruckend. Wird Zeit für die Beurteilung. Wow, ihr macht mich wahnsinnig. Schau dir diese Farben an. Sehr kreativ. Und Annie, was hast du gemacht? Wow, ich bin beeindruckt. Und die Gewinnerin ist Annie. Aber halt, Chloe hat auch gewonnen. Ihr beide habt es verdient. Oh, Kreide, damit fertig. Gut gemacht. Oh, da kommt meine Bestellung. Auf die habe ich gewartet. Was ist es? Der Verpackungsmüll muss erstmal weg. Oh, die nehme ich. Ich lasse gerne Luftblasen platzen. Das ist euer nächstes Projekt. Sieht gut aus. Ich möchte, dass ihr einen Baum malt. Wird gemacht. Ich fange an, sobald ich mit dem hier fertig bin. Das fühlt sich so gut an. Und das macht süchtig. Ich kann nicht aufhören. Pop, 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 pop. Oh yeah. Du hast ein Problem, das weißt du, oder? Probier's mal. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Warte mal. Der Baum. Ich habe eine Idee. Los geht's. Ich muss die nur noch etwas anpassen. Zuerst schneide ich Kreise aus. Jetzt zum nächsten Schritt. Ich bemale sie. Der obere Teil wird rosa. Dann wechsle ich zu orange. Ich unterteile ihn in Abschnitte. Der untere Teil wird blau. Genau so wollte ich das. Ich drehe den vorsichtig um. Und dann drücke ich ihn aufs Blatt. Jetzt zu den anderen Kreisen. Jeder Abschnitt bekommt eine andere Farbe. Dann kommt er wieder aufs Papier. Jetzt zum letzten. Ich nehme verschiedene Grüntöne. Sie gehen ineinander über. Dieser Kreis kommt oben aufs Blatt. Damit färbe ich. Jetzt ziehe ich die Luftpolsterfolie langsam ab. Und die Blasen hinterlassen ein Muster. Das sieht toll aus. Genau wie ich es geplant habe. Jetzt fehlen nur noch ein paar Details. Ich nehme Braun für die Baumstämme.
und für die Zweige. Ist wie moderne Kunst. Wie wär's noch mit Gras? Das kommt auch um die anderen Stämme. Mit Weiß vielleicht den Stämmen Struktur. So, ich bin fertig. Ist mal was anderes. Aber mir gefällt. Juhu! Oh oh, das war nicht gut. Ups, war aus Versehen. Was hast du getan? Mein Bild ist ruiniert. Ich werde versuchen, das wegzumachen. Oh, so wird's noch viel schlimmer. Das ist sinnlos. Hey, vielleicht kriege ich doch noch was hin. Ja, ich weiß. Dann fange ich mal an. Ich wickle ein Gummi um die Wattestäbchen. Die müssen schön festsitzen. Mit denen tüpfe ich grün aufs Blatt. Das mache ich per Zufallsprinzip. Das sieht schon gut aus. Jetzt nehme ich ein helleres Grün. Mit dem fülle ich eventuelle Lücken aus. Jetzt habe ich verschiedene Farbschichten. Ja, fantastisch. Das schafft Kontrast und Struktur. Und jetzt zum Stamm. Dieses Braun ist perfekt. Ich baue wieder Schichten auf, damit er realistisch aussieht. Als nächstes kommen die Zweige, aber nicht zu viele. Nur ein paar, die durch die Blätter gucken. Mit langen Pinselstrichen zeichne ich Gras. Miss Annie. Wow, das sieht echt gut aus. Ist besser als erwartet. Das ist meine beste Arbeit. Guck's dir an. Bin ich sicher? Die Blasen hinterlassen einen Muster. Ich bin sauer auf dich. Du kannst ganz schön einschüchtern sein. Grrr, du solltest hoffen, dass ich gewinne. Das ist wirklich einzigartig, Chloe. Der Verpackung. Annie, ich habe das Gefühl, mitten im Wald zu stehen. Ausgezeichnete Arbeit. Und wer gewinnt diese Runde? Das kann nur Annie sein. Weiß vielleicht den Stämmen. Ich hab's drauf, ich hab's drauf. Gut gemacht. Ich muss mich bei entschuldigen. Der ist für dich. Du weißt, dass ich Lutscher mag. Puh, da bin ich aber erleichtert. Nutzt du Foundation? Wie viel genau? Weil ich mag viel davon. Eigentlich könnte ich sogar darin schwimmen. Ach komm schon, du weißt doch, anfangs sieht's immer chaotisch aus. Bis zum Endergebnis. Oh, Lippenstift nicht vergessen. Und jetzt alles verblenden. Wunderschön, stimmt's? Nur schade, dass hier Make-up-freie Zone ist. Das passt perfekt, ein leerer Pool. Ich muss nur an dem Typen da vorbei. Hey, ich will nur schwimmen gehen. Dann solltest du besser was mit deinem Make-up machen. Verschwinde! Echt jetzt? Und schon platzt mein Traum. Was stimmt denn nicht mit meinem Make-up? Ich kann's doch nicht einfach wegwerfen. Also werde ich's verstecken. Problem gelöst. Auf ein neues. Darf ich jetzt rein? Schätze, ich kann dich jetzt reinlassen. Vielen Dank. Du glaubst wohl, ich sehe das nicht? Kein Make-up. Okay, jetzt bin ich bereit für den Pool. Ja? Und was ist da drin? Nur das Nötigste. Siehst du? Was zur... Oh, und mein Lieblingspaddel. Brauche ich eine neue Brille? Und ich gehe nirgendwo hin ohne die hier. Okay, dann schätze ich schon. Danke. Endlich. Ich dachte schon, ich komme nie rein. Zum Glück sind Spritzpistolen erlaubt. Jetzt ist auch die Zeit zum Auffrischen. Diese Flecken decken sich schließlich nicht von selbst ab. Viel besser. Was geht denn da drüben vor sich? Ich sagte kein Make-up. Komm wieder her. Wow. Ich hab nichts gesehen. Ich brauch was aus meinem Spind. Dich hab ich vermisst. Du siehst schick aus. Du bist die perfekte Puppe. Du bist meine beste Freundin. Was für schön goldenes Haar du hast. Hui. Nein. Meine Puppe. Was hast du getan? Hey, wie geht's? Gib mir die. Das war nicht sehr nett. Du hast es verdient. Ich hol meine Puppe. Juhu, wir haben das Spiel gewonnen. Wo kommen die denn her? Sind die alle... bist du okay? Wie sieht's aus? Keine Bange, ich bring das in Ordnung. Wow, hier drin stinkt's aber. Aha, hab dich. Warte, da klebt Müll an dir. Aber ich hab dich wieder. Ew, du siehst eklig aus. Oh, du. Wegen dir sieht meine Puppe so aus. Ich muss dich sauber machen. Das klappt nicht. Ich denke, du brauchst ein Bad.
Wird Zeit für eine Verwöhn-Session. Du verdienst nur das Beste. Ich weiß, dass du das genießen wirst. Okay, runter mit den schmutzigen Klamotten. Die kannst du nicht mehr anziehen. Rein mit dir. Jetzt noch ein paar Blasen. Dafür brauche ich nur die Minzbonbons. Ist wie in einem Whirlpool. Wie ist die Temperatur? Das sollte reichen. Raus mit dir. Wie wär's jetzt mit deinem Peeling? Dafür nehme ich diese Zahnbürste und Zahnpasta mit Aktivkohle. Wow, du hast viele Flecken. Ich wette, das kitzelt. Ich bin voll neidisch. So geht der ganze Schmutz ab. So ist es besser. Jetzt trockne ich dich ab. Wir wollen ja nicht, dass du dich erkältest. Du bist schön sauber. Im Gegensatz zu anderen. Ich kann dich hören, weißt du? Wir kriegen das auch ohne Limo hin. Ich habe einen Reinigungsschaum. Ich verteile ihn auf dir. Genau so. Und jetzt kommt die Reinigungsbürste. Deine Haut wird danach strahlen. Ich probier's mal kurz aus. Die ist so weich. Wie fühlt sich das an? Ich weiß, ist fantastisch. Die Bürste macht die ganze Arbeit und geht ganz schnell. Jetzt trockne ich dich ab. Das war's schon. Und du duftest total gut. Kann ich dir helfen? Oh, gute Idee. Noch eine Gesichtsmaske. Mach's dir bequem. Ich gebe Zahnpasta in eine Schüssel. Dann kommt Glitzer rein. Jetzt muss alles gut verrührt werden. Ich will eine Paste haben. Und mit dem Pinsel trage ich sie auf. Das müsste reichen. Mich darf ich nicht vergessen. Kosmetikerin zu sein ist harte Arbeit. Ah, lass uns entspannen. Das sieht gut aus. Aber wir haben wichtigere Dinge zu tun. Wir müssen was mit deinen Haaren machen. Wie wär's mit deiner neuen Farbe? Zuerst musst du abgedeckt werden. Ich wickle dich in Klebeband ein. Du kennst doch diesen Seetangwickel. Das hier ist genauso gut, auch wenn es ein bisschen klebrig ist. Erinnert mich an mein letztes Halloween-Kostüm. Ich leg das auf dein Gesicht. Ich habe jetzt Lust auf ein bisschen Spaß. Psst. Hey, hier drüben. Echt jetzt, Molly? Gib dir mal mehr Mühe. Oh, ich dachte, das reicht schon. Dann eben später. Jetzt färben wir deine Haare. Nicht bewegen. Der blonde Look passt nicht zu dir. Das ist eher deine Farbe. Sie wird dir gefallen. Vertrau mir, dunkles Haar sieht viel besser aus. Jetzt kommt das Klebeband ab. Andere bezahlen eine Menge Geld dafür. Ah, das war wunderbar. Meine Haut fühlt sich toll an. Hey, was soll das? Mach den aus. Hör auf. Warte, was machst du da? Was soll ich schon machen? Weg damit. Warte mal, die farbigen Schnipsel kann ich gebrauchen. Ich brauche 2 Schüsseln mit warmem Wasser. Ich fange mit dem rosa Papier an. Ich lege es in die Schüssel. Das Papier färbt jetzt das Wasser in ein leuchtendes Pink. Die Gesichtsmaske kann jetzt runter. Jetzt tauche ich deine Haare ins Wasser. Hoffe, du kannst die Luft anhalten. Das ist ein tolles Haarfärbemittel. Und jetzt ins blaue Wasser. Ich tauche aber nur die Spitzen ein. Das sieht toll aus. Was für ein Unterschied. Was sagst du? Ist okay, schätze ich. Auf wessen Seite stehst du? Jetzt bist du fertig. Geh spielen. Wow, danke, Mama. Oh, jetzt kann ich mich entspannen. Darauf habe ich mich schon gefreut. Oh, Annie, du bist wieder da. Yep, ich hatte viel Spaß. Was ist mit deinen Haaren passiert? Warte mal. Zuerst mache ich dir einen Zopf. Den flechte ich dann. Jetzt brauche ich meinen Cupcake. Naja, nur den Becher. Ich habe ein Loch in den Boden geschnitten. So kann ich den über Annies Zopf schieben. Dann wickle ich den da ein. Diese Stecknadeln sehen aus wie Tortendekoration, aber es ist ein Dutt. Fantastisch, Mama. Danke. Jetzt zerzausen deine Haare nicht mehr. Schüttle sie. Du bist die Beste. Viel Spaß, Süße. Unfassbar. Ich habe eine 6 bei dem Test bekommen. Ich dachte, der wird schlimmer. Wen kümmert's? Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun, nämlich tanzen. Juhu! Oh yeah! Oh, Annie, du bist zu Hause. Wie war die Schule? Was ist das? Du hast eine 6? Hey, hör auf damit. Was ist los? Ich war gerade voll dabei. Jetzt nicht mehr. Du musst lernen. Aber ich hasse Lernen. Mama, das ist mir egal. Fang an. Das ist ungerecht.
bringen wir es hinter uns. Aber ich hasse Lernen. Oh, bleib einfach locker. Hm? Wer ist das? Hallo? Hi, Frau Annies Mama. Darf ich mit Annie spielen? Nein. Okay. Das war seltsam. Und was mache ich jetzt? Hey, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich Annie sehen kann. Aber ich muss hinterhältig sein. Los geht's. Zuerst brauche ich meine Leggings. Ich schneide sie unten ab. Das brauche ich nicht mehr. Ich mache noch meine Haarspangen ab. Die Leggings ziehe ich jetzt über meine Haare. Das fühlt sich komisch an. Als nächstes brauche ich eine Perücke. Ich habe immer eine dabei für Notfälle. Ich verkleide mich total gerne. Ich sehe aus wie meine Oma. Das kann ich nicht anlassen. Das ist schon besser. Jetzt muss ich in die Rolle schlüpfen. Ich muss ernst bleiben. Klopf, klopf. Zum letzten Mal. Oh, ich bin Annies Lehrerin. Kommen Sie doch rein. Geht es um das Testergebnis? Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Zeigen Sie keine Gnade. Hallo, Annie. Was wollen Sie? Ich zeig's dir. Juhu! Was ist hier los? Worauf wartest du noch? Ich bin's. Komm schon, lass uns Spaß haben. Wow, du bist eine Meisterin der Verkleidung. Das ist fantastisch. Juhu! Oh, was ist das für ein Krach? Das hört sich nicht nach Lernen an. Was ist hier los? Wir gehen nur ein paar Matheaufgaben durch. Das muss sehr aufregend sein. Viel Spaß dabei. Das machst du toll, Annie. Wow, diese Cupcakes sehen lecker aus. Aber mit Beeren obendrauf werden sie noch besser. Mama, Mama, ich möchte meine Haare so wie die von meiner Puppe. Das ist schön, Süße. Ich glaube, du verstehst nicht. Ich bin beschäftigt, Annie. Och, aber ich würde so hübsch aussehen. Manchmal verblüffe ich mich selbst. Ich sollte bei einer Kochsendung mitmachen. Oh, meine Hände sind schmutzig. Wir hätten Zwillinge sein können. Ich denke, ich weiß, was wir machen. Mama, was machst du da? Du willst doch wie deine Puppe aussehen, oder? Der Saft der Brombeeren wird deine Haare färben. Ich reibe den in dein Haar. Wir brauchen keine teure Haarfarbe. Ich muss nur noch mehr Beeren auspressen. Riecht gut und lässt sich leicht auswaschen. Das müsste reichen. Was sagst du dazu? Wow, gefällt mir. Als ob ich in den Spiegel gucke. Wir sehen total schick aus. Und ich kann weiter backen. Hi, Betty. Oh, hey. Bereit für den Unterricht? Oh, jemand schreibt mir. Was? Oh, wie cool. Annie, guck mal. Wow, das ist toll. Ich muss meine Haare machen. Ich werde sie aufmachen. Du weißt schon, für den natürlichen Look. Warte. Das ist es nicht. Ich hatte auf einen Wow-Effekt gehofft. Wow, ich sehe toll aus. In der Werbung funktioniert das immer. Ich versuch's mal mit dem Bleistift. Vielleicht verschärft der mir Locken. Noch ein bisschen halten. Ha, ich dachte, das klappt. Was mache ich denn jetzt? Warum guckst du mich so an? Du musst mir helfen. Okay, okay. Gib mir eine Sekunde. Warte. Die brauchst du. Was? Vertrau mir, ich leg die Leggings auf deinen Kopf. Dann wickle ich deine Haarsträhnen ein. Ist genau wie beim Haareflechten. Das muss aber schön festsitzen. Mit einem Haargummi fixiere ich sie. Jetzt wickle ich sie um deinen Hinterkopf und binde den Rest vorne zusammen. Ist das ein Streich? Stillhalten. Ich fühle mich so modisch. Ja, total. Und jetzt müssen wir warten. Wie lange? Sei nicht so ungeduldig. Was es wohl zum Mittagessen gibt. Kann die jetzt runter? Nein. Oh. Wie sieht's jetzt aus? Nein. Oh. Betty, aufwachen. Es ist soweit. Endlich. Ich hoffe, das hat geklappt. Wie cool. Annie, du bist ein Genie. Genau, was ich wollte. Was würde ich nur ohne dich tun? Du wärst wahrscheinlich Single. Oh gut, bin ich zu spät. Hi, Liam. Wie geht's, Mädels? Was ist das? Sind das Leggings? Das ist ja lustig.
Oh, Annie, danke für deinen Tipp. Du siehst gut aus, Liam. Meine Locken sind schön weich und federnd. Sag nichts. Willst du deine Haarfarbe ändern, aber nicht zum Friseur gehen? Dann bist du bei mir richtig. Sprühe Haarfarbe auf eine Bürste. Kämme damit durch deine Haare. Die Farbe wird dein Haar färben. Genau so. Du kannst auch andere Farben nehmen. Das ist so einfach. Und sieht toll aus. Wer braucht schon einen teuren Friseurbesuch? Ist das toll? Die Mascara sieht toll aus. Okay, und jetzt? Ich hab's. Hübsch. Was willst du? Verschwinde. Aber wie gemein. Das ist unfair. Oh, ich habe eine Idee. Endlich kann ich mich in Ruhe schminken. Ich verteile noch etwas Concealer. Schön langsam. Ha, das perfekte Verbrechen. Nicht schlecht. Genau den brauche ich jetzt. Was zum... Nicht so schnell. Lass mein Make-up in Ruhe. Aber du hast so viel davon. Nene. Immerhin habe ich noch das. Ich werde so schön aussehen. Oh, ich brauche ein Schwämmchen oder sowas. Naja, dann eben direkt aufs Gesicht. So funktioniert das, oder? Okay, das sollte reichen. Mit den Händen verteilt man das nicht. Gibt es etwas, das ich dafür benutzen könnte? Der Ballon könnte nützlich werden. Damit kann ich arbeiten. Ich puste den Ballon auf, mache einen Knoten hinein und verblende damit das Make-up. Wow, es funktioniert. Das sieht gut aus. Noch etwas mehr verblenden. Wo ist mein Concealer? Moment mal. Hey, was machst du da? Rück ihn raus. Wieso kriegst du all die schönen Sachen? Willst du den Ballon? Hey, du hast dein Make-up gut aufgetragen. Den benutze ich das nächste Mal. Schau mal. Danke, Kleine. Ich pudere mich nur schnell nach. Meine Augenbrauen könnten besser sein. Gut, dass ich den Augenbrauenstift dabei habe. Oh nein, ich muss in den Unterricht. Ich komme zu spät, mal wieder. Hi, wie geht's dir? OMG, sieh dir Gabby an. Was ist ihr Problem? Ups, vorsichtig. Meine Bücher. Schon gut, ich helfe dir. Das wäre erledigt. Ah, schnell weg. Okay, das war seltsam. Habe ich etwas zwischen den Zähnen? Ich glaube nicht. Hey Leute, seht euch das an! Wow! Trägst du da Raub mit deinem Gesicht spazieren? Das ist echt gemein. Sorry, ich habe mich an der Tür geirrt. Beruhigt euch, die Show ist vorbei. Wo ist Gabby? Da bist du ja, schnell. Tut mir leid, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Das ist ein interessanter Look. Das musst du sehen. Oh Gott, meine Augenbrauen sind riesig. Darf ich helfen? Male ein Zickzack auf deine Augenbraue. Dann malst du eine Linie auf die Augenbraue. Jetzt kannst du sie ausmalen. Dadurch sehen die Augenbrauen voller aus. Mit einem Augenbrauenpinsel bringst du die Haare in Form. So hältst du sie schön beisammen. Okay, das sieht schon besser aus. Und was sagst du? Ich sehe normal aus. Wow, danke. Schaut mich nicht so an. Da braucht wohl noch jemand unsere Hilfe. Ich übernehme das. Wie schwer kann das schon sein? Es ist nur ein Lippenstift. Schön langsam. Bei anderen sieht das immer so einfach aus. Das läuft nicht so gut. Das ist zwecklos. Die perfekten Lippen, wie immer. Wow, sie sieht echt gut aus. Ich brauche ihre Hilfe. Hi, Gabby.
Du hast da etwas in deinem Gesicht. Nimm das. Danke. Lippenstift muss nicht schwer sein. Sieh her. Nimm deine Lieblingsfarbe. Male eine Linie in der Mitte deiner Lippen. Und verteile es so auf deinen Lippen. Ist das dein Ernst? Vertrau mir. Gib's zu, du bist beeindruckt. Wow, das ist echt cool. Wünsch mir Glück. Eine Linie malen und dann mit den Lippen verteilen. Genau so. Das ist lustig. Wow, es hat funktioniert. Gut gemacht. Das war so lustig. Der Lehrer wusste nicht, was er tun sollte. Oh, hey Leute. Redet sie mit uns? Was soll's? Also, sie denken, sie wären etwas Besonderes. Oh, ich habe eine Idee. Bis nach der Schule, bye. Beliebt sein hat seine Vorzüge. Oh, hey. Mal sehen, wie sie jetzt reagieren. Gabby wird meinen Style lieben. Da ist sie. Hey, sind das Piercings? Ohne Piercings sehe ich nicht so cool aus. Ich muss mir einen Nasenring zulegen. Hast du dich verlaufen? Ich will einen coolen Nasenring. Kaum zu glauben, dass ich das tue. Lass dir Zeit. Und gefällt dir etwas? Der hier. Der hier? Wirklich? Okay, wie du meinst. Das könnte wehtun. Es wird ziemlich sicher wehtun. So langsam bereue ich das. Mir wird schwindelig. Wusste ich doch. Das passiert jedes Mal. Na los, bringen wir es hinter uns. Niemals. Nicht schon wieder. Das ist das vierte Mal in dieser Woche, dass jemand heulend davonläuft. Ich brauche einen neuen Job. Das war gruselig. Ich habe den Ordner mitgenommen. Ups. Moment mal. Wie wäre es mit der Büroklammer? Daraus mache ich mein eigenes Piercing. Die Büroklammer schneide ich in zwei mit der Zange. Dann stecke ich es an meine Nase. Ein kostenloses Fake-Piercing. Jasmine, bist du das? Hi. Hi. Du siehst toll aus. Ist das ein Nasenring? Wusste doch, dass etwas an dir anders ist. Ich habe auch zwei neue Piercings. Ich bin süchtig nach Piercings. Ich will immer mehr. Oh, hey. Bye. Ich brauche mehr Büroklammern. Ich habe meine Pinsel und meine Stifte. Okay, ich bin soweit. Setz dich hin. Oh, gut. Ich habe mich so drauf gefreut. Das freut mich zu hören. Wir beginnen mit einem leichten Puder. Sie werden umwerfend aussehen. Und jetzt? Die Farbe ist auf ihre Augenfarbe abgestimmt. Nicht bewegen, still bleiben. Das steht Ihnen besonders gut. Oh, wir brauchen noch etwas Mascara. Okay, jetzt kümmern wir uns um Ihre Lippen. Ich liebe dieses Produkt. Da kommt nichts raus. Ich weiß, dass da noch etwas drin ist. Mann, ist das nervig. Oh. Ich liebe diese Show. Die Rahmen schmecken gut. Dieser Chris ist urkomisch. Wo ist meine Gabel hin? Die hilft mir weiter. Stecke die Tube zwischen die Gabelzinken und zieh sie hoch. So kommt der Lipgloss heraus und kein Produkt bleibt in der Tube. Fülle den Lipgloss in einen Behälter. Die brauche ich nicht mehr. So geht das viel einfacher. Nun brauche ich keine Tuben mehr quetschen. Und ich kann die Farbe mit einem Pinsel auftragen. Daran hätte ich früher denken sollen. Das sieht toll aus. Der Look ist vollendet. Wow. Gefällt es Ihnen? Wow, wirklich hübsch. Sie sind so talentiert. Vielen Dank. Hab ich gut geschlafen? Wie spät ist es? Oh nein, ich hab verpennt. Und ich habe keine Zeit, mir die Haare zu machen. Woo! Ich muss mich beeilen.
Ich weiß, was zu tun ist. Ich hoffe, das klappt. Wow, das wird ein schneller Wechsel. Gib's zu, du bist beeindruckt. Warte mal. Hi, ich möchte zur Party. Komm rein. Hey, viel Spaß heute Abend. Darf ich auch rein? Nicht so schnell. Für die Party musst du funkeln. Und das tust du nicht. Was? Aber ich mag mein Outfit. Schätze, ich gehe heute nicht zur Party. Oh, schau her. Ich habe eine Idee. Zeit für eine kleine Ablenkung. Wenn sie Glitzer will, dann bekommt sie den auch. Oh, was ist das? Klammheimlich. Ich muss nur schnell sein. Hey, was machst du da? Verschwinde! Ganz schön frech. Aber ich habe einen neuen Ring. Was soll's? Psst. Hey, hier drüben. Wer bist du? Schau dir das an. Wow, das ist ja eine riesige Auswahl. Aber ich nehme nur die. Die kosten aber. Danke, mysteriöser Fremder. Du hast mich nie gesehen. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Ich mache mir die Edelsteine ins Haar. Das geht ganz einfach. Und ich bekomme mehr Glanz. Ich klicke einfach auf das Styling-Tool und die Edelsteine haften an meinem Haar. Wow! Wuhu, ich liebe diesen Song. Wow, du funkelst aber. Ich weiß, es ist fantastisch. Wow, du passt perfekt hierher. Danke, mir gefällt ihr Style. Das sieht gut aus. Aber was noch? Ich weiß, Eyeliner. Genau das, was noch gefehlt hat. Nur ein kleiner Strich. Okay, so sollte das nicht aussehen. Okay, ich versuch's nochmal. Hä? Das ist schwerer als gedacht. So kann ich doch nicht rausgehen. Oh nein, ich habe keine Zeit mehr. Okay, konzentrier dich. Ganz ruhig. Der Liner malt nicht mehr. Komm schon. Der ist alle. Das ist so nervig. Ich muss das wieder abschminken. Hey, Ashley, bist du fertig? Wir müssen los. Ashley, alles okay? Schätze nicht. Das ist ein interessanter Look. Ich hatte einen Make-up-Unfall. Keine Panik, ich helfe dir. Du brauchst nur Klebestreifen. Wirklich? Klebe es dir einfach an die Seite deines Gesichts. Okay, verstehe. Es ist ein Versuch wert. Mit diesem Hack sieht dein Eyeliner immer perfekt aus. Platziere einen Streifen Klebeband unter deiner Nase und dann zu den Augen hoch. Kleb dann einen weiteren Streifen über dein Augenlid. Das sieht vielleicht komisch aus, aber vertrau mir. Mach dann etwas schwarzen Lidschatten auf deinen Finger. Und verteile ihn in deinem Augenwinkel. Das Klebeband wirkt wie eine Schablone. Dann ziehst du das Klebeband wieder ab. Dein Augen-Make-up sieht perfekt aus. Sieht so gut aus. Gefällt mir super. Ich wusste, dass das klappt. Aber wir müssen jetzt los. Oh, okay. Fast fertig. Gut, was jetzt? Oh, ich sollte noch was mit meinen Haaren machen. Locken sehen immer gut aus. Jetzt muss ich nur warten. Das sollte reichen. Was? Wo sind denn meine Locken? Warum klappt das nicht? Ich kapiere es nicht. Das Kabel. Du hast es angeknabbert? Warum? Das kann ich nicht wieder ganz machen. Warum passiert mir immer sowas? Ich werde nie Locken haben. Ist alles okay, Schatz? Was ist denn los, Liebes? Mein Lockenstab ist kaputt. Schau. Vielleicht bekomme ich das hin.
Ich brauche nur deine Haarbürste. Was? Mama, ich will locken. Zuerst nehme ich eine Haarsträhne. Dann wickle ich sie um die Haarbürste. Sie muss schön fest rumgewickelt werden. Wir brauchen auch etwas Hitze. Dafür nehmen wir den Föhn. Dann lass das Haar einfach nach unten fallen. Unmöglich! Mach weiter, Mama! Das ist ganz leicht und wird dir wirklich gut stehen. Das ist die letzte Strähne. Okay, das war's. Wie findest du sie? Sie sind perfekt. Danke, Mama. Gerne, Schatz. Viel Spaß. Was für ein interessanter Artikel. Ich werde noch etwas Lippenstift auftragen. Die Farbe ist wirklich schön. Danke, Mama. Tschüss. Tschüss. Hab einen schönen Abend. Mein kleines Mädchen ist so schnell erwachsen geworden. Und nein, mein Hemd. Ich habe einen Lippenstiftfleck drauf. Und der geht nicht ab. Mein treuer Staubwedel wird das erledigen. Oh, das hat nicht geklappt. Mindys Make-up. Sie hätte das nutzen sollen. Ja, fast vergessen. Ich brauche das Make-up. Setz dich. Ich muss dir etwas zeigen. Das wird dir gefallen. Okay. Das ist ein kleiner Tipp. Mach etwas Puder auf deinen Pinsel. Tupfe es dann auf deine Lippen. Entspann dich. Du brauchst quasi nur ein wenig Staub auftragen. So, das reicht schon. Gib mir einen Kuss. Der Lippenstift geht nicht ab. Danke. Tschüss. Jetzt muss ich den loswerden. Manchmal sieht dein Look langweilig aus. Aber das kann man ändern, nämlich mit ein paar Make-up-Tricks. Wow, ich sehe so hübsch aus. Das nenne ich mal eine Veränderung. Wie kann ich helfen? Eine Party? Sieh nur, was wir bekommen haben. Das ist eine Kostümparty. Wie cool. Wir sollten uns besser fertig machen. Auf geht's! Eine gute Grundierung ist das A und O beim Make-up. Oh Mann, da passiert nichts. Ich sehe immer noch gleich aus. Heute ist wohl nicht mein Tag. So kann ich nicht auf die Kostümparty gehen. Diese Farben würden mir gut stehen. Tatsächlich kann man Buntstifte als Make-up benutzen. Jupp, lass sie dort einweichen. Nun ist er schön weich. Möge das Farbspiel beginnen. Die Farbe lässt sich so einfach auftragen. Nun kommt Pink. Nimm so viele Farben, wie du magst. Je bunter, umso besser. Gleich fertig. Das ist wie ein Regenbogen. Mit einem kleinen Wing am Ende. Schminke das zweite Auge genauso. Na, was sagst du? Echt cool, hab ich recht? Nun fehlt nur noch das Outfit.
Das wird regenbogentastisch, Baby. Okay, ich muss mich fertig machen. Was ziehe ich heute Abend an? Ah, nichts davon würde gut aussehen. Nope, noch schlimmer. Das geht gar nicht. Ah. Hey! Oh nein, du bist ja... Flipp jetzt nicht aus. Wir werden schon etwas für dich finden. Meine Netzstrümpfe? Hä? Sei doch mal etwas kreativ. Okay, fehlt nur noch eine Sache. Die Netzstrümpfe kreieren ein Schuppenmuster. Nimm Blautöne für deine Wangen. Und etwas Lila für deine Lippen. Nimm die Netzstrümpfe ab und genieß das Resultat. Das ist schon viel besser. Bereit für die Party? Auf jeden! Los geht's! Der Ort hier ist super cool. Wow, ich liebe ihr Make-up. Ich auch. Jeder starrt uns an. Sogar der DJ. So süß. Wir sollten uns jeden Tag so anziehen. Gleich bin ich fertig. Voila! Wer braucht schon Nagelstudios? Oh, mein Handy! Oh, aber meine Nägel. Ah, ich muss da rangehen. Was mache ich denn jetzt? Ah, was ist das? Wie ist der dort gelandet? Ich will doch nur mein Handy. Auf einen Snack hätte ich jetzt Lust. Ach, nee, lieber nicht. Vorsichtig. Na los. Okay, ich hab's. Sowas Blödes. Der Nagellack ist im Eimer. Alles für nichts und wieder nichts. Aha. So ein Desaster. Okay, keine Panik. Es sind nur Nägel. Hey, da kommt mir glatt eine Idee. Versuchen wir das Ganze noch einmal. Dieses Mal aber ein bisschen anders. Ich lasse sie nicht an der Luft trocknen, sondern benutze eiskaltes Wasser. Gib die Nägel ins Wasser. Nach ein paar Minuten wird der Nagellack trocken sein. Oh, ich muss jedem von diesem Trick erzählen. Das wirst du mir nicht glauben. Ah, blitzeblank. Mein Zahnarzt sagt, Zahnseide sei wichtig. Und er hat sowas von recht. Hey, ich bin etwas in Eile. Wow, ihr Make-up sieht voll schön aus. Vor allem der rote Lippenstift. Ah, das geht so nicht. Sieht total unsauber aus. Was mache ich denn jetzt? Gute Frage. Da mag aber jemand Zahnseide. Danke für die Idee. Die Zahnseidenhalter helfen dabei, Lippenstift aufzutragen. Zuerst drückst du ihn an den Lippenstift. Und anschließend auf das Äußere deiner Lippen. Das machst du mehrmals. Wow! Mache eine X-Form auf der oberen Lippe und folge der Lippenform. Nun gibt es nur noch eine Sache zu tun. Das geht schon viel besser. Fahre mehrmals über die Lippen, damit die Farbe deckend ist. Viel besser. Meinst du nicht auch? Voll schön. Ab ins Kino. Diese Dinger sind magisch. Die Leine Picasso. Künstlerin Gina ist jetzt auch da. Oh Mann, das Spiel ist schwieriger, als ich dachte. Ich kann jetzt nicht lesen. Oh, die Farbe ist gut. Wow. Keine Nachrichten, weg mit euch. David ist hier? Das Spiel hat mich voll abgelenkt. Ich muss mich fertig machen.
Hm? Seltsam. Ich brauche nur ein bisschen Puder. Und etwas Pinken. Ist das ein Pickel? Sogar mit einem Eiterkopf. Verschwinde, du Ekelbatzen. Ekelhaft. So kann ich auf kein Date gehen. Pickel sind meine kleinste Sorge. Ich bin so hässlich. Hey, Ginas Farbe. Und all diese Farben, die sie dort mischt. Echt cool, findest du nicht auch? Du hast verborgene Talente, Schwesterchen. Ich male nun mein eigenes Meisterwerk. Dafür muss ich Foundation mit Lidschatten vermischen. Das vermische ich direkt hier drin. Und füge etwas Foundation hinzu. Zeit zu vermischen. Mit dem Pinsel vermische ich die Farben. Dann tupfe ich das auf den Pickel. Das Grün wird den Pickel verdecken. Wow, Kunst ist echt cool. Es hat funktioniert. Ich rufe David an. Hey! Der Realismus-Stil ist echt schwierig. Gleich fertig. So, eine ganz neue Frisur. Hä, was ist hier los? Oh, du bist wach. Meine Haare, was hast du gemacht? Sie hat meinen Pony abgeschnitten. Das sieht schlimm aus. Das schreit nach einem Notfallstyling. Es muss doch was geben, was ich kaufen kann. Aha, genau das, was ich brauche. Gleich sehe ich wieder wie gewohnt aus. Wow, das sieht echt toll aus. Und der Haarreif vervollständigt den Look. Puh, das war nervenaufreibend. Fast wäre es eine haarsträubende Erfahrung geworden. Hm, was soll ich malen? Mal sehen. Oh, Miezi, du bist das perfekte Model. Nicht bewegen. Okay, wie findest du das? Ist gut geworden, hä? Deine Augen habe ich besonders gut getroffen. Hallo, Liebes. Ist das für mich? Ich hoffe, es gefällt dir. Das ist so aufregend. Was? Das sind ja Katzenohren. Wow. Warte mal kurz. Miezi, wir sind jetzt Zwillinge. Wir sehen so hübsch aus. Ich liebe dich. Ich komme gleich wieder. Alles klar. Oh, ich habe einen Anruf. Oh, hallo. Aha, das klingt gut. Schau mal, Mama. Ich bin eine Katze. Oh, das ist so süß. Oh nein, meine Katzenohren. Sie sind kaputt. Die kann ich nicht mehr aufsetzen. Das ist so enttäuschend. Was mache ich denn jetzt? Oh, sei nicht traurig, Ashley. Ich weiß, was wir machen können. Wir müssen nur mit deinen Haaren kreativ werden. Zuerst flechte ich dir einen kleinen Zopf. Dann mache ich das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt biege ich ihn etwas und stecke ihn dann fest. Das gleiche auf der anderen Seite. Oh, jetzt bist du ein süßes Kätzchen. Ich will sehen. Wow, Mama, ich bin eine Katze. Miezi, jetzt sehen wir gleich aus. Ich lasse meine Haare so. Ich bin so froh, dass wir das machen. Lass uns ein Selfie machen. Lächeln. Das wird voll süß aussehen. Wow, schau mal da oben. Da ist ein Hubschrauber. Ashley, schau mal. Wow, das ist echt cool. Und windig. Er fliegt darüber. Oh. Ha, deine Haare sind total zerzaust. Im Ernst? Oh, das ist nicht gut. Hey, mir gefällt's. Keine Panik. Ich habe eine Bürste dabei. Oh, danke. Oh, das könnte eine Weile dauern. Mir ist langweilig. Endlich, meine Haare sitzen wieder. Mindy, wach auf. Hier hast du deine Bürste zurück. Sieht gut aus. Lass uns Limo trinken. Oh nein, er kommt zurück.
Wow! Ich muss meine Haare schützen. Bleib locker. Ich habe eine Idee. Ich halte deine Haare in zwei Strähnen hoch. Und du drehst dich. Weiter drehen. Fast geschafft. Jetzt wickle ich sie zu einem Dutt. Und mit diesem Haargummi fixiere ich ihn. Wow, ich wollte schon lange einen neuen Look. Puh, jetzt können wir relaxen. Oh, er kommt zurück. Der macht das doch mit Absicht. Aber meine Frisur sitzt. Mindy, du bist genial. Oh, ich weiß. Lass uns noch ein Selfie machen. Sieht gut aus. Ich muss mich konzentrieren. Das ist knifflig. Das ist die letzte. Ich habe eine Halskette gemacht. Wow. Ich kann es kaum erwarten, sie zu tragen. Warte. Das war befreiend. Oh nein, meine Halskette. Och, Manno. Das hat den ganzen Tag gedauert. Mindy, was ist passiert? Meine Halskette ist kaputt. Mehr nicht? Out! Au! Vorsichtig, da liegen Perlen auf dem Boden. Danke für die Warnung. Das wird morgen ordentlich wehtun. Sorry, Mama. Sind da Perlen in meinem Haar? Was ist los? Ich habe eine Idee. Halt still. Ich flechte dir schnell einen Zopf. Der muss aber ganz dünn werden. Ich sichere ihn mit einer Haarnadel. Dann schiebe ich ein paar Perlen auf die Nadel. Dafür brauche ich eine ruhige Hand. Jetzt drehe ich die Nadel und schiebe die Perlen auf den Zopf. Ich schiebe sie noch ein bisschen höher. Dann bleiben sie auch an ihrem Platz. Wow, das sieht wunderschön aus. Danke, Mama. Du darfst mir jederzeit die Haare machen. Oh, ich glaube, ich habe eine Gehirnerschütterung. Ich habe so einen Hunger. Ich versuche aufzupassen. Hä? Das sieht köstlich aus. Mindy, alles okay bei dir? Die Uhr gefällt dir wohl besonders gut. Mindy, juhu! Was machst du da? Nichts. Ist egal. Okay, klasse. Das ist jetzt wichtig. Ja genau. Ich habe doch einen Snack dabei. Auf den freue ich mich auch schon. Wow. Das sind Hammer Donuts. Was zur? Pinke Glasur. Die liebe ich. Unglaublich. Es reicht. Mindy, kein Essen im Unterricht? Ich hatte gehofft, sie würden es nicht sehen. Na klar, als ob. Nicht noch einmal, okay? Ich will doch nur einen Donut. Oh, Sunnys Haargummis bringen mich auf eine Idee. Das wird bestimmt klappen. Das sieht gut aus und riecht auch gut. Rieche ich hier etwa Donuts? Okay, das ist merkwürdig. Sie ist drauf reingefallen. Dafür habe ich mir einen verdient. Wow, das ist clever. Bekomme ich auch einen? Hier, für dich. Wow, danke. Pinke Glasur. Was ist das für ein Geräusch? Tolle Stunde, Frau Lehrerin. Danke, schätze ich. Das sieht echt cool aus, oder? Das ist nur mein neuer genialer Look. Oder ist das nur tolles Make-up? Fährst du schon aus der Haut oder bin das nur ich? Keine Sorge, das tut nicht weh. Aber es verwandelt dein Gesicht. Und auch wenn der Look lange gedauert hat, es macht trotzdem Spaß, sie abzuziehen. Die Hälfte ist schon geschafft. Jetzt noch die Mund- und Augenpartie. Tada! Ich bin wieder ich. Wow, das habe ich nicht erwartet. Hallo? Weg damit. Hallo? Komm herein. Sie sind eine Magierin, richtig? Und weiter?
Können Sie mir helfen? Eine Party? Die ist nur für Einhörner? Ich helfe dir. Ich nehme dich nicht aufs Korn. Du bekommst jetzt ein Horn. Cool. Hey, das ist gar nicht echt. Na gut. Ein Hornius Verbandius. Hey, was ist mit meinem Gesicht passiert? Das ist zu viel des Guten. So wählerisch. Hier, nimm das. Was soll daran besonders sein? Ruhig bleiben. Vielleicht ist die Magie von Make-up eher dein Fall, kapiert? Das ist schon viel besser. Zunächst kümmern wir uns um die Texturen. Zumindest auf unserer Stirn. Jupp, wir machen ein Horn, Leute. Das ist fast wie echte Magie. Es sollte festkleben. Nun kümmern wir uns um den restlichen Look. Blaue Augen fände ich schön. Vorsichtig, vorsichtig. Perfekt. Jetzt kommt Pink. Streich mit dem Pinsel unter deiner Braue entlang. Dann füllst du den Rest auf. Beide Partien sollen sich ähneln. Contouring mit Pink macht den Unterschied. Vergiss nicht das Verblenden. Kannst du schon den Endlook erahnen? Vergiss nicht deine Lippen. Blaue Lippen sind perfekt für den Look. Wow, jetzt bin ich eine echte Einhornprinzessin. All die Details machen den Unterschied. Das Glitzer und die Funkelsteine sind toll. Ich muss jetzt los. Wow, dein Make-up ist noch besser als Magie. Gern geschehen. Viel Spaß auf der Party. Bye. Tschüssi. Ah, endlich kann ich mein neues Buch lesen. Was ist mit mir? Die Geschichte ist so traurig. Ich könnte digitale Gesellschaft gebrauchen. Niemand ist online. Ich fühle mich einsam. Was mache ich jetzt? Oh, na sieh mal einer an. Wie macht sie das nur mit ihren Haaren? Ich will wie eine Puppe aussehen. Deshalb beginnen wir mit den Augenbrauen. Sie müssen ausgefüllt werden. Dann kommt schimmernder Lidschatten. Trage ihn bis zur Braue auf. Verblende alles, dann schminkst du dir weiß unters Lid. Eigentlich tragen wir es etwas dicker auf. Das nenne ich einen tollen Glow. Mit Braun kreierst du mehr Dynamik. Anschließend verblendest du. Siehst du, wie toll das aussieht? Wir sind aber noch nicht fertig. Fahre mit Eyeliner das Augenlid nach. Eine kleine Linie ziehst du auch am unteren Augenlid. Nun malst du hier ein paar Linien. Die sehen wie Wimpern aus, findest du nicht? Danach sind die Konturen dran. Mit einem Make-up-Schwämmchen verblendest du es. Gib etwas Rouge auf deine Wangen. Tada! Fahre nun deine Lippen nach, aber vorsichtig. Dann verblendest du das mit Rosa. Muah! Verlängere die Mundwinkel mit dieser Linie. Nun siehst du wirklich aus wie eine echte Puppe. Oh, wie süß. Wir sind fertig. Diese lebende Puppe zieht die Blicke auf sich. Oh, hallo da draußen. Sollen wir mit dem Stream beginnen? So werden die Zuschauer mehr Spaß haben. Oh, mehr Kaffee, Liebling? Cheryl? Schläft sie etwa? Vielleicht muss man sie wieder aufziehen. Aufwachen! Oh, danke für deine Hilfe. Jetzt bin ich wieder fit. Sieh nur, wie viele Leute zusehen. Das ist ja mega. Wink ihnen zu. Oh, könnte heute noch langweiliger sein. Und deshalb heißt das der Backstein aus Zuckerwatte. Die Verkaufszahlen werden bis Februar rasant ansteigen. Hört auch nur einer von Ihnen mir zu? 5 von 10. Hm, ich hab's. Ziehe eine Linie mit einem weißen Schminkstift, um dein Gesicht zu halbieren. Mach dasselbe auf deiner Stirn. Die obere Hälfte füllst du nun mit weißem Make-up auf. Das könnte ein Weilchen dauern. Und man braucht mehrere Schichten. Dasselbe machst du in der unteren Hälfte. Jetzt geht der Spaß so richtig los. Lass uns loslegen. Pink auf der einen und blau auf der anderen Seite.
Gelb kommt um die Nase. Verblende die Farben bis zum Hals. Perfekt. Nimm nun etwas weiße Make-up-Farbe und male kleine Wolken. Male sie in verschiedenen Größen. Vergiss deinen Hals nicht. Lipgloss eignet sich gut für diesen Look. Ist das nicht toll? Hast du gedacht, ich würde die Augen freilassen? Wow! Die weißen Kontaktlinsen machen einen großen Unterschied. Nun, kann ich fortfahren? Wow! Seht euch das an! Nicht schlecht! Schön, dass ich eure Aufmerksamkeit habe. Und nun bringe ich die Kasse zum Klingeln und los! Das müsst ihr probiert haben! Süßer als zuckersüß! Voll cool! Mom, sieh mal! Er hatte solche Angst vor mir! Hä? Mein Test wurde jetzt schon benotet? Oh nein! Wow! Was zum... Ha! Richtig! Ich bin hier, Baby! Haha! Ich bin die Beste, das wisst ihr ganz genau! Komm schon! Ich kann meine Haare nicht durchbürsten! Wow! Dieses Rad dreht sich ja! Scheint, als sei es auf einer Braut gelandet! Oh, süß! Das werde ich sowas von gewinnen! Wie du meinst. Ja, ich sehe großartig aus! Die absolut schönste Braut! Okay, ich fange besser an. Ich habe diesen Lipgloss. Er glitzert und schimmert sogar. Ich trage etwas davon auf meine Lippen auf. Oh mein Gott! Sie benutzt Lipgloss? Was für ein Anfänger! Ich benutze dieses tiefe Rot. Oh, der Schleier ist im Weg. So, schon besser. Okay, das reicht mit dem Gloss. Was macht sie denn da drüben? Igitt, der Lippenstift hängt ihr total an den Zähnen. Kein guter Look. Naja, das ist ja ihr Problem. Zeit, meine Palette auszupacken. Ich liebe diese Farben. Ich will ein ganz natürliches Braut-Make-up. Ich kann nicht glauben, dass sie so viele Farben hat. Naja, egal. Ich habe auch eine Palette. Es sind nicht so viele Farben, aber die brauche ich auch nicht. Okay, Zeit für einen Schwamm. Ich benutze den hier. Blau ist immer eine gute Farbe. Oh, natürlich, meine Brille. Was zum Teufel? Wo kommt das ganze blaue Pulver her? Komm schon, Blau, auf mein Gesicht mit dir. Oh, jetzt habe ich auch überall Blau an mir. Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Stimmt, ich brauche noch mehr Blau. Ich verteile einfach dieses Hellblau auf meiner Haut. Ich will es überall auf dem Gesicht auftragen. Oh, es fängt schon an zu trocknen. Perfekt. Und nun zum Hals. Und nicht nur Nacken und Hals. Ich male es auch auf meine Schultern. Okay, ich bin komplett in Blau gehüllt. Und nun mehr Farben. Ich verwende diese lila Farbe in den Augenwinkeln. Und zwar nicht nur von außen, sondern auch von innen. Und nun male ich zwei Linien auf meine Nasenspitze. Toll, Zeit zu Schwarz zu wechseln. Direkt über das Lila. Jetzt brauche ich eine dünnere Spitze. Ich male ein paar längere Wimpern auf meine Haut und füge etwas mehr Schwarz auf meiner Nase hinzu. Und dann auch noch auf der Innenseite meines Nasenlochs. So, das sieht schon gut aus. Zeit, zu einem anderen Pinsel und Make-up zu wechseln, aber immer noch in Schwarz. Ich tupfe es auf meine Wangen und dann auf meine Stirn. Ich muss auch ein bisschen an meinem Mund und Kiefer entlang fahren. Und zurück zu meinem feinen Stift für ein paar weitere Linien. Ich brauche sie so ziemlich überall, wo ich das Schwarz aufgetupft habe. Jetzt zu den Lippen. Ich muss diesen Liner benutzen. Ich muss die Lippenränder nachfahren, weil sie so blau sind. Ich möchte aber nicht die ganze Lippe mit diesem Liner bemalen. Nur die Ränder sollten ausreichen. Okay, Zeit für den Lippenstift. Wisst ihr, was ich jetzt brauche? Falsche Wimpern. Das Make-up ist fertig. Zeit für das Hairstyling. Toll, eine schöne, gruselige Gothic-Braut. Ich habe eine schwarze Rose. Hier. Hä? Was zum... Oh mein Gott, ich will nicht hinschauen, aber ich muss... Ah! Hier ist ein gruseliges Skelett. Hilfe! Ach du meine Güte, sie ist echt leichtgläubig. Na gut, ich beruhige sie besser. Hey, hör auf zu schreien. Das ist nur Make-up. Mein Gott, du bist echt gemein. Du hast mich total erschreckt. Ich kann nicht glauben, dass du so ein Braut-Make-up gemacht hast, du Spinner. Okay, meine Brille ist jetzt sauber. Hey, nein, ich wollte drehen. Hey, nein, ich sagte ich. Ich habe zuerst gedreht, dein Pech. Nimm deine Hände weg. Ich bin an der Reihe. Hey, Moment mal. Scheint, als wäre schon etwas ausgewählt. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Ich habe all diese Buntstifte. Okay. Ich mache mich direkt an die Arbeit. Hä?
Der funktioniert nicht. Ich probiere es mal mit dieser Farbe. Komm schon! Ah. Hör zu, keine Panik. Ich habe noch mehr Farben zur Auswahl. Ehrlich gesagt scheint sie mir als hoffnungsloser Fall. Ich habe natürlich meine eigenen Farben. Zeit, sie rauszuholen. Warum malen diese Farben nicht auf meiner Haut? Und tuff. Hä, was ist das? Hast du gerade ein Herz auf meine Wange gestempelt? Wow, gib mal her. Nur zu, schätze ich. Wow, ich liebe diese Herzen. Ich will sie überall. Ich wusste, dass sie damit total durchdrehen würde. So vorhersehbar. Aber jetzt bin ich bereit für mein eigenes Make-up. Ich beginne mit dieser hübschen rosa Farbe und trage sie unter meinen Brauen auf. Es sollte schön gleichmäßig verteilt werden. Jetzt kommt diese dunklere Farbe. Sie geht in Richtung Magenta. Es handelt sich aber um ein Puder, keine Flüssigkeit. Ich verteile es unter dem helleren Rosa, das inzwischen getrocknet ist. So, das sollte reichen. Nun zu meiner Geheimwaffe, diese Sprühflasche. Ich besprühe meinen Pinsel, bis er schön feucht ist. Und nun fahre ich unter meiner Schminke entlang. Das erzeugt eine schöne, scharfe Linie. Dann kann ich mehr von dem ersten Rosa auftragen. Ich male es über das komplette Augenlid und darüber hinaus. Dann nehme ich diesen Make-up-Stift und male vom Augenwinkel hoch. Ich benutze die gleiche Farbe auch unterhalb der Augenlider. Als nächstes kommen wir zur Foundation. Ich gebe es zuerst auf meine Nase und Wangen und verteile alles gut. Nun zum Lippenstift. Ich benutze allerdings den Pinsel, denn er kommt nicht wirklich auf meine Lippen. Ich trage ihn auf meiner Nase und meinen Wangen auf. Zurück zur Foundation. Ich brauche noch eine Linie auf den Wangen. Einmal komplett nach unten bis zum Kinn und alles schön verteilen. Okay, ich habe auch auf der Stirn eine Linie gezogen. Nun wieder zum Lippenstift. Dieses Mal kommt er aber wirklich auf die Lippen. Und dann verteile ich wieder alles. Okay, das sieht schon echt gut aus. Aber ich glaube, ich brauche noch etwas Verzierungen. Tada! Mein Make-up ist fertig und es sieht fantastisch aus. Die Perlen am Rand waren definitiv die richtige Entscheidung. Oh, wie ich sehe, benutzte immer noch den Stempel für ihr Gesicht. Hey! Wow! Oh mein Gott, du siehst fantastisch aus! Wie hast du das gemacht? Ich liebe es!